30. Kapitel Kunst. An dieser Stelle seiner Erzählung hielt Beelzebub an, wandte sich dann plötzlich an seinen alten Diener Ahun, der auch da saß und ihm mit gleicher Aufmerksamkeit wie sein Enkel Hassin zuhörte, und sagte: »Was, Alterchen, hörst du mir denn mit gleichem Interesse zu wie unser Hassin? Warst du doch überall mit mir zusammen auf jenem Planeten Erde und hast all das, wovon ich jetzt Hassin erzähle, mit eigenen Augen gesehen und selbst empfunden. Doch statt während meiner Erzählung nur da zu sitzen und den Speichel im Munde zusammenlaufen zu lassen, erzähle auch du unserem Liebling etwas. Dem kannst du schon nicht entgehen. Wir müssen ihm nun schon einmal so viel als möglich über jene sonderbaren dreihirnigen Wesen erzählen, die in ihm ein so großes Interesse hervorriefen. Es hat dich doch wohl die eine oder andere Seite dieser Sonderlinge interessiert. Darüber erzähle uns nun.« Als Beelzebub zu sprechen aufgehört hatte, antwortete ihm Ahun nach kurzem Nachdenken: »Wie könnte ich nach euren feinen psychologischen Erzählungen über diese unberechenbaren Durcheinander meine Erzählungen anbringen?« Und darauf fuhr er ungewohnt ernsthaft fort, wobei er sich des Stils und sogar ganzer Ausdrücke Beelzebubs bediente: »Es ist natürlich, wie soll ich sagen, diese sonderbaren dreihirnigen Wesen haben auch mein Wesen mehrmals aus dem Gleichgewicht gebracht und durch ihre tollen Späße mir oft den Anstoß zu dem Seinsimpuls der Verwunderung bald in diesem, bald in jenem meiner vergeistigten Teile gegeben.« Und indem er sich dann an Hassin wandte, sagte er: »Also, guter Hassin, ich werde nicht, wie Hochehrwürden, dir irgendeine besondere psychische Sonderbarkeit jener dir lieben dreihirnigen Wesen unseres großen Weltalls eingehend schildern. Nein, ich will dero Hochehrwürden nur an eine Tatsache erinnern, die während unseres fünften Aufenthaltes auf der Oberfläche jenes Planeten entstand und die, als wir zum sechsten und letzten Male dort weilten, schon die Hauptursache geworden war, weshalb sich in jedem dieser deiner Lieblinge vom ersten Tag ihrer Entstehung an bis zu ihrer Formung in verantwortliche Wesen ihre Fähigkeit zu normalem Seinsdenken Schritt für Schritt entstellte und sich schließlich fast in ein Kalthusara verwandelte.« Darauf fuhr er zu Beelzebub gewandt, mit einem schüchternen Blick und in zögerndem Ton zu sprechen fort: »Tadelt mich nicht, Hochehrwürden, dass ich es wage, vor euch eine Meinung auszudrücken, die soeben in mir entstand und die das Resultat meines Nachdenkens über Gegebenheiten ist, die vielleicht schon zu sehr abgenutzt sind, als dass man Seinsschlüsse aus ihnen ziehen könnte. Als ihr unserem teuren Hassin alle die Gründe aufzähltet, die dazu führten, die Psyche der gegenwärtigen, ihm lieben dreihirnigen Wesen des Planeten Erde, wie ihr es einmal auszudrücken geruhtet, in eine Mühle zum Mahlen von Unsinn zu verwandeln, habt ihr kaum jenen Faktor erwähnt, der in den letzten Jahrhunderten vielleicht mehr als alle übrigen Faktoren eben dieses Ergebnis verursacht hat. Ich beabsichtige, über jenen für die gegenwärtigen Wesen bestimmt verderblichen Faktor zu sprechen, bei dessen Entstehung ihr während unseres Verweilens damals in Babylon, wie ich mich sehr gut entsinne, zugegen wart. Ich meine nämlich jenen Faktor, den sie selbst Kunst nennen. So ihr geruhen solltet, auf diese Frage mit eurer Weisheit einzugehen, würde unser teurer Hassin meiner Meinung nach best ausgewähltes Material zum besseren Verständnis aller anormalen Seltsamkeiten der Psyche der dreihirnigen Wesen haben, die in der letzten Zeit auf jenem Planeten Erde, der ihn interessiert, entstehen.« Nachdem Ahun dies gesagt und die Schweißtropfen auf seiner Stirn mit dem Ende seines Schwanzes abgewischt hatte, schwieg er und nahm seine gewohnte, abwartende Haltung ein. Beelzebub sah ihn mit einem zärtlichen Blick an und sagte: »Danke, Alterchen, dass du mich daran erinnerst. Tatsächlich habe ich diesen besonders verderblichen, von ihnen selbst geschaffenen Faktor auch kaum beiläufig erwähnt, obwohl gerade er es war, der die noch zufällig in ihnen erhalten gebliebenen Gegebenheiten zu echtem Seinsdenken vollends zum Schwinden gebracht hat. Übrigens, mein Alterchen, wenn ich auch kein einziges Mal davon sprach, so heißt das noch nicht, dass ich ihn gar nicht in Betracht zog. Haben wir doch noch recht viel Zeit im Laufe unserer Reise vor uns, so dass ich aller Wahrscheinlichkeit nach im Laufe meiner weiteren Erzählungen für unseren gemeinsamen Liebling Hassin mich zur rechten Zeit an das erinnert hätte, woran du mich jetzt gemahntest. Vielleicht ist es gerade jetzt angebracht, über diese irdische gegenwärtige Kunst zu reden,
da ich tatsächlich, wie du sagtest, während unseres fünften Aufenthaltes dort Augenzeuge jener Ereignisse war, die dieses gegenwärtige Übel verursachten, das eben durch jene gelehrten Wesen dort entstand, die sich in der Stadt Babylon von fast der ganzen Oberfläche dieses unglücklichen Planeten versammelt hatten. Nachdem Beelzebub dies gesagt hatte, wandte er sich an Hasin und begann in folgender Weise. Eben dieser jetzt schon bestimmte Begriff, der dort unter Bezeichnung Kunst existiert, bildet heutzutage für deine unglückseligen Lieblinge eine jener automatisch wirkenden Gegebenheiten, die insgesamt sie, die doch in ihrem Bestande alle Möglichkeiten haben, Teilchen eines göttlichen Teiles zu werden, allmählich, zwar kaum merklich, aber sicher, in, was man nennt, nur lebendes Fleisch verwandeln. Zur allseitigen Beleuchtung der Frage über die berühmte gegenwärtige irdische Kunst und damit du klar verstehst, wie es zu all dem kam, musst du vor allem von zwei Tatsachen wissen, die sich während unseres fünften Verweilens auf der Oberfläche deines Planeten in der gleichen Stadt Babylon zutrugen. Erstens musst du wissen, weshalb und auf welche Weise ich damals Augenzeuge jener Ereignisse wurde, die die Existenz jenes jetzt schon verderblichen Begriffes, genannt Kunst, unter den heutigen dreihirnigen Wesen des Planeten Erde verursachten, und zweitens, welche vorausgehenden Ereignisse damals die Entstehung dieser Ursachen wiederum bedingten. Hinsichtlich des Ersten muss gesagt werden, dass während unseres Aufenthaltes damals in der Stadt Babylon, nach den bereits von mir berichteten Ereignissen, die sich damals eben unter immer denselben gelehrten irdischen dreizentrischen Wesen zutrugen, die dort von fast dem ganzen Planeten versammelt waren, das heißt, nachdem sie sich in verschiedene selbstständige Gruppen geteilt hatten und auch, wie ich dir schon gesagt habe, von der sogenannten politischen Frage ganz in Anspruch genommen waren, dass ich gerade in jener Zeit vorhatte, Babylon zu verlassen, um meine Beobachtungen unter den Wesen der damals sehr mächtigen Gemeinschaft namens Hellas fortzusetzen, weshalb ich beschloss, deren Sprache zu erlernen. Und von da an suchte ich solche Plätze in der Stadt Babylon auf und verkehrte mit solchen Wesen dort, die mir bei der Erlernung dieser Sprache nützlich sein konnten. Als ich einmal eine der Straßen Babylons entlang ging, nicht weit von unserem Hause, sah ich an einem großen Gebäude, an dem ich schon mehrmals vorübergegangen war, einen sogenannten Ukas-Smot oder, wie man jetzt auf Erden sagen würde, ein Aushängeschild, das anzeigte, dass sich in diesem Gebäude der neu eröffnete Club ausländischer Gelehrter befinde, der Anhänger des Legomonismus. An der Tür wies eine Bekanntmachung darauf hin, dass das Einschreiben der Clubmitglieder noch andauere und dass alle Berichte und wissenschaftlichen Diskussionen nur in der lokalen und in der hellenischen Sprache zugelassen würden. Dies interessierte mich sehr und ich dachte sofort, dass dieser neu eröffnete Club für meine Praxis in der hellenischen Sprache nützlich sein könnte. Und deshalb fragte ich sogleich einige Wesen, die in diesem Gebäude ein- und ausgingen, über Einzelheiten dieses Clubs aus, und als ich durch einen Gelehrten, den ich, wie es sich zufällig herausstellte, bereits kannte, erfuhr, worum es sich handelte, beschloss ich sofort, ein Mitglied dieses Clubs zu werden. Ohne langes Nachdenken betrat ich das Clubgebäude, gab mich dort für einen ausländischen Gelehrten aus und bat, mich als Anhänger des Legomonismus, als Mitglied ihres Clubs einzutragen. Und dies gelang mir sehr leicht, eben dank des alten Bekannten, den ich zufällig getroffen hatte und der, wie alle übrigen, mich auch für einen ausländischen Gelehrten hielt. Und als ich nun, mein Junge, auf diese Weise ein sogenanntes volles Mitglied dieses Clubs geworden war, pflegte ich ihn regelmäßig zu besuchen und mich dort hauptsächlich mit solchen gelehrten Mitgliedern zu unterhalten, die mit der mir nötigen hellenischen Sprache vertraut waren. Und was die zweite Tatsache anbelangt, so war diese aus folgenden babylonischen Ereignissen entstanden. Es muss hier bemerkt werden, dass unter den gelehrten Wesen des Planeten Erde, die damals dort nach Babylon zum Teil zwangsweise durch den erwähnten persischen König gekommen waren und zum Teil freiwillig wegen der schon erwähnten berühmten Frage nach der Seele, dass es unter den zwangsweise dorthin gebrachten einige gab, die nicht wie die meisten Gelehrten Gelehrte neuen Formats waren, sondern mit einer aus all ihren einzelnen vergeistigten Teilen stammenden Aufrichtigkeit nach großen Kenntnissen nur zum Zwecke der Selbstvervollkommnung strebten.
Einige dieser irdischen Gelehrten wurden ob ihres echten und aufrichtigen Strebens und ob der dementsprechenden Art ihrer Existenz und ihrer Seinstaten schon ehe sie nach Babylon kamen als Eingeweihte ersten Grades von jenen irdischen dreihirnigen Wesen betrachtet, die würdig waren, sogenannte alle Rechte besitzende Eingeweihte nach den erneuerten Regeln des sehr heiligen Ashiata Shemash zu werden. Und als ich nun, mein Junge, in den besagten Club zu gehen begann, wurde mir durch meine Unterhaltung mit Ihnen und auch aus anderen Gegebenheiten völlig klar, dass diese verschiedenen irdischen, gelehrten Wesen, die aufrichtig danach strebten, ihre Vernunft zu vervollkommnen, sich in der Stadt Babylon gleich von Anfang an abgesondert hatten und sich in keine der Angelegenheiten einmischten, die die allgemeine Masse jener babylonischen Gelehrten dort unternahm. Diese paar Gelehrten sonderten sich nicht nur gleich von Anfang an ab, als alle übrigen Gelehrten, die damals in der Stadt Babylon waren, zuerst einen Hauptplatz für ihre Versammlungen im Herzen der Stadt eröffneten und als sie zu ihrer besseren gegenseitigen sowohl materiellen als auch moralischen Unterstützung den Hauptclub für alle Gelehrten der ganzen Erde gründeten, sondern auch später, als sich die ganze Masse der Gelehrten in drei selbstständige Sektionen geteilt hatte und jede dieser Sektionen in verschiedenen Teilen Babylons ihren selbstständigen Club hatte, nahmen sie an keiner der drei besagten Sektionen teil. Sie hielten sich in den Vororten der Stadt Babylon auf und verkehrten fast kaum mit den gelehrten Wesen der großen Masse und nur einige Tage vor meiner Aufnahme als Mitglied ihres Clubs waren sie zum ersten Mal zusammengekommen, um den Club der Anhänger des Legomonismus zu organisieren. Diese Gelehrten, von denen ich hier spreche, waren alle ausnahmslos zwangsweise in die Stadt Babylon gelangt und gehörten meistenteils zu jenen Gelehrten, die der persische König aus Ägypten dorthin gebracht hatte. Wie ich später erfuhr, waren sie durch zwei Gelehrte zusammengekommen, die zu den besagten Eingeweihten ersten Grades gehörten. Der eine dieser zwei eingeweihten irdischen Gelehrten, der von den sogenannten Mauren abstammte, hieß Kanil el-Norkel. Der andere gelehrte Eingeweihte war Pythagoras und stammte aus der Mitte der sogenannten Hellenen, eben jenen, die man später Griechen nannte. Diese zwei Gelehrten trafen sich, wie ich später herausfand, zufällig in der Stadt Babylon und bei ihrem sogenannten uisibagaumischen Meinungsaustausch, das heißt während solcher Gespräche, deren Thema sich stets auf die Frage bezog, welche Form von Seinsexistenz der jetzigen Wesen zum Wohl der künftigen Wesen dienen könnte, stellten sie eindeutig fest, dass im Laufe des Wechsels der Generationen der Menschen auf der Erde eine sehr beklagenswerte und traurige Erscheinung vorkommt, nämlich, dass in den Prozessen des gegenseitigen Vernichtens, das heißt in ihren sogenannten Kriegen und Volksaufständen, immer eine große Anzahl eingeweihter Wesen verschiedener Grade aus irgendeinem Grund vernichtet werde und dass mit ihnen zusammen auch sehr viele Legomonismen für immer vernichtet werden, durch die allein verschiedene Kunden über wirklich früher auf Erden vorgekommene Ereignisse von Geschlecht zu Geschlecht weitergingen und noch weitergehen. Als die zwei besagten aufrichtigen und ehrlichen irdischen Gelehrten diese, wie sie es nannten, traurige Erscheinung festgestellt hatten, dachten sie sehr lange darüber nach, und das Resultat all ihrer Überlegungen war der Entschluss, Vorteil aus dem außerordentlichen Umstand zu ziehen, dass so viele Gelehrte in einer Stadt versammelt waren, um gemeinsam Mittel und Wege zu finden, diese traurige Erscheinung, deren Ursache die anormalen Bedingungen im Leben des Menschen waren, zu beseitigen. Und eben zu diesem Zwecke organisierten sie den besagten Club und nannten ihn Club der Anhänger des Legomonismus. Auf ihre Aufforderung hin gesellten sich so viele Gleichgesinnte zu ihnen, dass zwei Tage nach meinem Beitritt zu ihrem Club die Aufnahme neuer Mitglieder bereits aufhörte. Am Tag, wo die Annahme neuer Mitglieder aufhörte, bestand die Zahl der Beigetretenen aus 139 Gelehrten und mit dieser Mitgliederzahl dauerte der Club so lange, bis der persische König seiner früheren Laune, durch die diese irdischen Gelehrten zusammengekommen waren, überdrüssig wurde. Wie ich nach meinem Beitritt als Mitglied dieses Clubs erfuhr, hatten alle Gelehrten eine sogenannte allgemeine Versammlung einberufen,
auf der einstimmig festgesetzt wurde, täglich allgemeine Versammlungen abzuhalten, in denen Berichte und Diskussionen nur über die zwei folgenden Fragen zugelassen werden sollten, nämlich darüber, welche Maßnahmen die Mitglieder des Clubs bei ihrer Rückkehr nach Hause ergreifen sollten, um alle in ihrer Heimat bestehenden Legomonismen zu sammeln und sie den gelehrten Mitgliedern dieses von ihnen gegründeten Clubs zur Verfügung zu stellen, und zweitens, was getan werden könnte, damit Legomonismen auf fernere Geschlechter auch noch auf eine andere Art als nur durch Vermittlung von Eingeweihten überliefert werden könnten. Vor meinem Beitritt zu diesem Club hatten auf jenen allgemeinen Versammlungen schon viele verschiedene Vorträge und Diskussionen über diese zwei Fragen stattgefunden. Am Tage meines Beitritts war viel darüber geredet worden, auf welche Weise eingeweihte Wesen zur Teilnahme an der Hauptaufgabe des Clubs herangezogen werden könnten, und zwar aus den Anhängern jener Richtungen, die damals Onandjiken, Schamanisten, Buddhisten usw. hießen. Es war am dritten Tage nach meinem Beitritt zu diesem Club, als jenes Wort zum ersten Mal fiel, das zufällig bis auf die gegenwärtigen Wesen dort gelangte und ein mächtiger Faktor wurde, um alle noch erhalten gebliebenen Gegebenheiten für ein mehr oder weniger normales logisches Seinsdenken endgültig auszulöschen, nämlich das Wort Kunst. Dieses Wort wurde damals jedoch in einem ganz anderen Sinne gebraucht und hatte eine ganz andere Bedeutung. Dieser Ausdruck war unter folgenden Umständen aufgekommen. An dem Tage, als jenes Wort Kunst zum ersten Mal angewandt wurde und sein eigentlicher Sinn und seine genaue Bedeutung festgestellt wurden, trat aus der Zahl der Vortragenden ein zu jener Zeit sehr bekannter chaldäischer Gelehrter hervor, namens Akshapansya, der auch ein Mitglied des Clubs der Legomonisten war. Da der Vortrag jenes bereits sehr betagten chaldäischen Gelehrten des großen Akshapansya damals der Anstoß zu allen weiteren Ereignissen wurde, die mit der gegenwärtigen Kunst dort zusammenhängen, will ich mich bemühen, mich seiner Rede genau zu erinnern und sie dir möglichst Wort für Wort wiederzugeben. Er sagte damals Folgendes: Die verflossenen Jahrhunderte und insbesondere die zwei letzten haben uns gezeigt, dass während der unvermeidlichen Psychosen der Massen, die Kriege zwischen verschiedenen Staaten und verschiedene Volksaufstände verursachen, der Volksbestialität unter anderem viele solcher Wesen unschuldig zum Opfer fallen, die durch ihre Frömmigkeit und durch ihr bewusstes Verzichten in der Vergangenheit würdig geworden waren, Eingeweihte zu werden, und durch deren Vermittlung verschiedene Legomonismen mit Kunden über alle möglichen, wirklich in vergangenen Zeiten stattgefundenen Begebenheiten bewusst auf Wesen der Zukunft gelangen könnten. Und es fallen meiner Meinung nach gerade solch fromme Menschen der Volksbestialität unschuldig zum Opfer, weil sie, da sie schon innerlich frei sind, sich nicht wie alle übrigen mit den gewöhnlichen Interessen ihrer Umgebung ganz identifizieren, was sie weder an den Verlockungen noch den Vergnügungen oder Sentimenten oder an ähnlichen offenbar aufrichtigen Äußerungen ihrer Umgebung teilnehmen lässt. Da sie in gewöhnlichen Zeiten normal existieren und in ihren Beziehungen zu denen um sie herum sowohl in ihren äußeren wie inneren Manifestationen wohlwollend sind, gewinnen sie im normalen Alltagsleben die Achtung und Hochschätzung der Wesen ihrer Umgebung. Wenn aber die gewöhnliche Menschenmasse in die besagte Psychose fällt und sich, wie es gewöhnlich geht, in zwei entgegengesetzte Lager teilt, fangen sie mit ihrer in diesem Kampf bestialisch gewordenen Vernunft an, höchst argwöhnisch gegen jene zu werden, die in normalen Zeiten immer ruhig und ernsthaft waren. Und wenn dann zufällig die Aufmerksamkeit der von dieser Psychose Besessenen für längere Zeit sich auf solche außerordentliche Menschen richtet, zweifeln sie gar nicht mehr länger daran, dass diese selben ernsten und äußerlich stets ruhigen Menschen auch in normalen Zeiten nichts als Spione ihrer jetzigen Feinde und Gegner gewesen sind. Mit ihrer erkrankten Vernunft folgern dann diese verrohten Menschen, dass der frühere Ernst und die frühere Ruhe dieser Menschen nichts anderes waren als nur sogenannte Verschlossenheit und Heuchelei. Und ihre psychopathischen Schlüsse führen schließlich dazu, dass diese verrohten Menschen der einen oder anderen feindlichen Seite diese ernsten und ruhigen Menschen ohne die geringsten Gewissensbisse töten. Meiner Meinung nach dient das, was ich soeben sagte, sehr häufig als Ursache dafür, dass sehr viele Legomonismen über Ereignisse, die tatsächlich auf der Erde vorkamen,
bei ihrer Überlieferung von Geschlecht zu Geschlecht vom Angesicht der Erde vollkommen verschwinden. Und wenn Sie, meine hochgeschätzten Kollegen, meine persönliche Meinung wissen wollen, so werde ich Ihnen mit meinem ganzen Sein aufrichtig sagen, dass wir trotz all des Besagten einfach nichts tun können, was die Weitergabe echten Wissens mittels Legomonismen auf die Wesen entfernter Geschlechter durch entsprechende Eingeweihte betrifft. Mag dieses Mittel wie bisher angewandt werden, so wie es seit uralten Zeiten auf Erden geschehen ist und wie diese Form der Weitergabe von Kenntnissen durch Eingeweihte mittels ihres Vermögens zu sein von dem sehr großen Propheten Ashiata Shiemash erneuert worden war. Falls wir gegenwärtige Menschen jetzt etwas zum Wohl der Menschen künftiger Zeiten tun wollen, so müssen wir es tun, indem wir zu dem bereits existierenden Mittel für die Weitergabe noch ein anderes Mittel hinzufügen, das sowohl der viele Jahrhunderte langen Erfahrung früherer Generationen als auch den auf uns gelangten Kunden entspricht. Ich persönlich schlage vor, dass die Weitergabe an folgende Geschlechter auch noch durch die Vermittlung der sogenannten menschlichen Afalkalna geschehen möge, das heißt durch verschiedene Erzeugnisse aus Menschenhand, die in den Gebrauch des gewöhnlichen Alltagslebens kommen, und auch durch die menschlichen Solchinocha, das heißt durch verschiedene Formen und Zeremonien, die schon seit Jahrhunderten sich im öffentlichen und Familienleben eingebürgert haben und automatisch von Geschlecht zu Geschlecht übergehen. Diese menschlichen Afalkalna, besonders jene, die aus dauerhaftem Material verfertigt sind, werden entweder selbst erhalten bleiben und auf die Menschen ferner Generationen kommen, oder Kopien von ihnen werden von Geschlecht zu Geschlecht übergehen, ob jener im Wesen der Menschen eingewurzelten Eigenschaft das eine oder andere der auf sie gelangten Werke der Menschen längst vergangener Epochen durch eine kleine Veränderung als ihr eigenes Produkt auszugeben. Und was die menschlichen Solchinocha betrifft, wie zum Beispiel verschiedene Mysterien, religiöse Zeremonien, Familien und öffentliche Bräuche, religiöse und volkstümliche Tänze, so unterliegen sie zwar im Laufe der Zeit in ihrer äußeren Form häufig Veränderungen, aber die durch sie im Menschen hervorgerufenen Impulse und die daraus stammenden Äußerungen des Menschen bleiben immer unverändert. Und wenn man dann in die inneren Faktoren, die diese Impulse und die verschiedenen nutzbringenden Äußerungen der Menschen hervorrufen, die verschiedenen nützlichen Kunden und das erworbene echte Wissen hineinlegt, kann man damit rechnen, dass, wenn sie auf unsere entfernten Nachkommen gelangen, einige von ihnen sie entziffern werden und dass alle übrigen sie zu ihrem Wohl ausnützen können. Jetzt fragt es sich nur, auf welche Weise eine solche Weitergabe der von mir vorgeschlagenen verschiedenen menschlichen Afalkalna und Solchinocha verwirklicht werden kann. Ich persönlich schlage vor, dies durch jenes Weltgesetz auszuführen, das das Gesetz der Siebenfältigkeit heißt. Das Gesetz der Siebenfältigkeit existiert und wird immer und in allem auf Erden existieren. Diesem Gesetz zufolge unterscheidet man zum Beispiel im weißen Strahle 7 vollständige Farbtöne, in jedem einzelnen Laut 7 selbstständige Töne, in jedem Zustand des Menschen 7 verschiedene selbstständige Empfindungen. Ferner kann jede bestimmte Form aus nur 7 verschiedenen Dimensionen gemacht werden, und jedes Gewicht kann sich auf Erden nur durch 7-fachen gegenseitigen Druck halten und so weiter. Und deshalb muss man die heutzutage existierenden Kenntnisse, sowohl die, die wir selbst erwarben, als auch die, die aus vergangenen Zeiten auf uns kamen, und zwar solche Kenntnisse, die nach unserer aller Übereinstimmung auf unsere entfernten Nachkommen von Nutzen sein werden, auf irgendeine Weise so in den besagten menschlichen Afalkalna und Solchinocha andeuten, dass sie durch das besagte große Weltgesetz von der reinen Vernunft künftiger Menschen aufgefasst werden können. Das Gesetz der Siebenfältigkeit wird, ich wiederhole, sich so lange auf der Erde erhalten, als das Weltall besteht, und es wird so lange von den Menschen aller Zeiten gesehen und verstanden werden, als es Menschengedanken auf der Erde gibt, und deshalb kann man schlechtweg behaupten, dass es die auf die besagte Weise in den erwähnten Werken angedeuteten Kenntnisse ebenfalls für immer auf Erden geben wird. Was aber die Methode selbst betrifft, das heißt die Art und Weise der Weitergabe durch dieses Gesetz, so kann das meiner Meinung nach in folgender Weise geschehen.
In allen Werken, die wir absichtlich aufgrund dieses Gesetzes zum Zwecke ihrer Weitergabe auf fernere Geschlechter schaffen werden, werden wir wissentlich auch gewisse gesetzmäßige Ungenauigkeiten einführen und werden in diesen gesetzmäßigen Ungenauigkeiten durch uns zur Verfügung stehende Mittel den Inhalt dieses oder jenes echten Wissens hineinlegen, das schon im Besitz der Menschen der Jetztzeit ist. Zur Enträtselung dieser Ungenauigkeiten dieses großen Gesetzes oder um sozusagen einen Schlüssel zu ihnen zu geben, werden wir in unseren Werken etwas in der Art eines Legomonismus anwenden und dadurch die Weitergabe von Generation zu Generation durch Eingeweihte einer besonderen Gattung sichern, die wir als in die Kunst Eingeweihte bezeichnen werden. Und wir werden sie deshalb so nennen, weil der ganze Prozess einer solchen Weitergabe von Kenntnissen auf fernere Geschlechter durch das Gesetz der Siebenfältigkeit nicht natürlich, sondern künstlich sein wird. Also, meine hochverdienten und unparteiischen Kollegen, nun muss es Ihnen klar sein, dass, falls aus dem einen oder anderen Grunde die für unsere Nachkommen nützlichen Kunden über die von den Menschen bereits erreichten Kenntnisse und über die auf Erden vorkommenden Ereignisse nicht durch echte Eingeweihte bis auf die Menschen künftiger Geschlechter gelangen, diese trotzdem durch die von mir vorgeschlagenen neuen Arten der Weitergabe imstande sein werden, zwar nicht alles, was heutzutage existiert, aufzufassen und sich klar zu machen, aber doch wenigstens einige jener auf der Erde bekannten Fragmente allgemeinen Wissens, die zufällig durch jene Erzeugnisse aus der Hand der gegenwärtigen Menschen auf sie gelangen und durch verschiedene jetzt dort schon existierende Zeremonien, in die wir jetzt mittels dieses großen Gesetzes der Siebenfältigkeit und durch unsere künstlichen Andeutungen das, was wir wollen, hineinlegen werden. Mit diesen Worten schloss der große Akshapantsiyar seinen Vortrag. Dieser Rede folgten große Aufregung und lärmende Diskussionen unter allen Mitgliedern des Clubs der Anhänger des Legomonismus, was schließlich dazu führte, dass sie alle einstimmig beschlossen zu tun, was der große Akshapantsiyar vorgeschlagen hatte. Darauf folgte eine kurze Unterbrechung zum Essen, und dann versammelten sie sich wieder. Die zweite allgemeine Versammlung dauerte die ganze Nacht hindurch. Damals eben wurde einstimmig der Beschluss gefasst, gleich vom folgenden Tage an sogenannte Minya-Bilder zu machen oder, wie deine gegenwärtigen Lieblinge sie dort nennen, Modelle zu verschiedenen Kunstwerken zu verfertigen und zu versuchen, eine möglichst praktische und passende Art zu finden, um die vom großen Akshapantsiyar vorgeschlagenen Prinzipien anzudeuten und dann diese Minya-Bilder oder Modelle in ihrem Club mitzubringen, um sie den anderen Mitgliedern zu zeigen und zu erklären. Nach zwei Tagen begannen schon viele von ihnen, solche von ihnen selbst verfertigten Minya-Bilder mitzubringen und sie mit den nötigen Erklärungen vorzuzeigen, und sie begannen auch, alle möglichen Handlungen vorzuführen, die die Wesen dieses Planeten im Prozesse ihrer gewöhnlichen Existenz gelegentlich ausführen. Unter den mitgebrachten Modellen und den verschiedenen vorgeführten Seinsäußerungen waren verschiedene Farbenkombinationen, verschiedene Konstruktions- und Bauformen, auch das Spielen verschiedener musikalischer Instrumente, das Singen aller möglichen Melodien und auch eine genaue Darstellung verschiedener, ihnen selbst fremder Erlebnisse und so fort und so weiter. Der Bequemlichkeit halber teilten sich die Mitglieder des Clubs bald in mehrere Gruppen und widmeten von da an den siebenten Teil jener bestimmten Zeitperiode, die sie eine Woche nennen, von ihnen Tag genannt, der Vorführung und Darstellung ihrer Produktionen in je einem besonderen Wissenszweig. Es ist hier interessant zu bemerken, dass eben diese Periode des Zeitlaufes, nämlich eine Woche, auf deinem Planeten immer in sieben Tage eingeteilt war und dass diese Einteilung noch von den Wesen des Kontinents Atlantis gemacht worden war, die auf diese Weise das damals gut bekannte Gesetz der Siebenfältigkeit ausdrückten. Damals auf dem Kontinent Atlantis hatten die Wochentage folgende Namen. Erstens Adashrika, zweitens Evosikra, drittens Sevoksikra, viertens Midosikra, fünftens Maikosikra, sechstens Lukosikra, siebtens Sonjasikra. Diese Namen änderten sich öfters und heutzutage nennen die Wesen dort die Wochentage folgendermaßen: erstens Montag, zweitens Dienstag, drittens Mittwoch, viertens Donnerstag, fünftens Freitag, sechstens Sonnabend, siebtens Sonntag.
Und sie widmeten, wie ich dir schon gesagt habe, jeden einzelnen Wochentag der Produktion der einen oder anderen Spezialität, entweder ihrer Hände oder irgendeiner anderen Form bewusster, absichtlicher Seinsäußerung. Und zwar widmeten sie den Montag der ersten Gruppe und nannten diesen Tag den Tag der religiösen und Volkszeremonien. Den Dienstag überließen sie der zweiten Gruppe und nannten ihn Architekturtag. Der Mittwoch hieß Tag der Malerei, der Donnerstag der Tag religiöser und Volkstänze, der Freitag der Tag der Skulptur, der Sonnabend der Tag der Mysterien oder, wie auch genannt wird, der Tag des Theaters, der Sonntag der Tag der Musik und des Gesanges. Am Montagen, nämlich den Tagen religiöser und Volkszeremonien, führten die Gelehrten der ersten Gruppe verschiedene Zeremonien aus, in denen die zur Weitergabe bestimmten Wissensfragmente durch Ungenauigkeiten im Gesetz der Siebenfältigkeit, hauptsächlich durch Ungenauigkeiten in den gesetzmäßigen Bewegungen der Teilnehmer an den gegebenen Zeremonien angedeutet wurden. Nehmen wir zum Beispiel an, dass der Führer der gegebenen Zeremonie ein Priester war oder, wie ihn die gegenwärtigen Wesen nennen, ein Geistlicher, die Hände zum Himmel zu erheben hatte. Diese Stellung erfordert unbedingt nach dem Gesetz der Siebenfältigkeit, dass normalerweise seine Füße eine bestimmte Stellung einnehmen, aber diese babylonischen Gelehrten stellten die Füße des besagten Hauptes der Zeremonie absichtlich nicht so, wie sie dem Gesetz nach stehen sollten, sondern anders. Und überhaupt deutete all dies anders der Bewegungen der Teilnehmer an einer bestimmten religiösen Zeremonie an, dass die Gelehrten mit Hilfe eines konventionellen ABC jene Begriffe weitergaben, die sie sich durch diese Zeremonien bis auf die fernen Geschlechter der Menschenwesen weiterzugeben vorgenommen hatten. Dienstag, nämlich am Tag der Architektur, brachten die zu dieser zweiten Gruppe gehörenden gelehrten Wesen verschiedene Modelle für solche beabsichtigten Bauten und Konstruktionen mit, die sich sehr lange halten können. Dabei machten sie die Aufführung dieser Gebäude nicht genau in der dem Gesetz der Siebenfältigkeit entsprechenden Stabilität oder mechanisch, wie die Wesen dort sie gewöhnlich aufführten, sondern anders. Zum Beispiel musste die Kuppel irgendeines Baus allen Gegebenheiten nach auf vier Säulen von einer gewissen Dichte und Stärke ruhen. Sie dagegen stützten diese gleiche Kuppel nur auf drei Säulen und verlegten den gegenseitigen Druck oder, wie er auch genannt wird, den auf dem Gesetz der Siebenfältigkeit beruhenden gegenseitigen Widerstand zur Unterstützung der Schwere auf dem Planeten nicht auf die Säulen allein, sondern auch auf andere ungewöhnliche Kombinationen, die auf demselben Gesetz der Siebenfältigkeit beruhen, das die Masse der damaligen gewöhnlichen Wesen schon kannte. Das heißt, sie verlegten den erforderlichen Widerstandsgrad der Säulen hauptsächlich auf das Gewicht der Kuppel selbst. Oder noch ein anderes Beispiel. Irgendein Stein müsste nach allen dort eingebürgerten Gegebenheiten sowohl mechanisch durch jahrhundertelang geübte Praxis oder durch die vollends bewussten Berechnungen einiger vernünftiger Wesen dort eine bestimmte, einer gewissen Widerstandskraft entsprechende Festigkeit haben. Sie aber pflegten diesen Eckstein so zu machen und ihn so zu stellen, dass er den erwähnten Gegebenheiten durchaus nicht entsprach, sondern dass die Festigkeit und erforderliche Widerstandskraft zur Unterstützung der von oben her drückenden Schwere dem Gesetz der Siebenfältigkeit zufolge auf der Lage der unteren Steine beruhte, die ihrerseits wieder nicht so lagen, wie es eingebürgerte Sitte war, sondern wieder auf Berechnungen der Art der Aufführung der sich noch darunter befindlichen Steine und so weiter. Und in diesen ungewöhnlichen, vom Gesetz der Siebenfältigkeit abweichenden Kombinationen drückten sie dann auch wieder mit Hilfe des konventionellen ABC den Inhalt der einen oder anderen nützlichen Kunde aus. Diese Gruppe gelehrter Mitglieder des Clubs der Anhänger des Legomonismus stellten ferner das, was sie wollten, in ihren Minya-Bildern oder den Modellen geplanter Konstruktionen dar, wobei sie das Gesetz, genannt Daivi Britska, anwandten, das heißt das Gesetz von der Wirkung der in der Atmosphäre geschlossener Räume entstehenden Vibrationen. Dieses Gesetz, das gar nicht bis auf die heutigen dreihirnigen Wesen deines Planeten gelangte, war den Wesen damals sehr gut vertraut, und zwar wussten sie sehr genau, dass die Größe und Form geschlossener Räume, wie auch das Volumen der in ihnen eingeschlossenen Luft, einen bestimmten Einfluss auf die Wesen ausübt. Sie benutzten dieses Gesetz und stellten damit ihre verschiedenen Begriffe folgendermaßen dar.
Nehmen wir an, dass dem Charakter und den Zwecken irgendeines Gebäudes entsprechend durch das Innere des gegebenen Gebäudes im Einklang mit dem Gesetz der Siebenfältigkeit und der Praxis vieler Jahrhunderte bestimmte Empfindungen in einer gewissen gesetzmäßigen Folgerichtigkeit hervorgerufen werden müssen. Wenn Sie dann das Gesetz Dai-Vibhrishika anwandten, planten Sie das Innere dieser projektierten Gebäude in einer solchen Weise, auf dass in den Wesen, die Sie betraten, die erforderlichen Empfindungen nicht in der erwarteten bekannten gesetzmäßigen Reihenfolge hervorgerufen wurden, sondern in einer anderen Ordnung. Und gerade in diese Abweichungen von der gesetzmäßigen Folge der Empfindungen legten Sie auf eine bestimmte Weise das hinein, was Sie ausdrücken wollten. Die Mittwoche, die Tage der Malerei, waren verschiedenen Farbenkombinationen gewidmet. An diesen Tagen brachten die Gelehrten der entsprechenden Gruppe zu Demonstrationszwecken alle möglichen für den Hausgebrauch nötigen Gegenstände mit, die aus gefärbten Materialien verfertigt waren, die sehr lange halten konnten, und zwar brachten sie Teppiche, Gewebe und Chinkuari mit, das heißt verschiedenfarbige Zeichnungen auf Leder, das auf eine bestimmte Weise zu diesem Zwecke gegerbt wurde und viele Jahrhunderte hindurch halten konnte und Dinge ähnlicher Art. Auf diese Gegenstände waren mit bunten Farben oder Zwirren verschiedene Bilder aus der Natur ihres Planeten gezeichnet oder aufgenäht oder auf verschiedene Formen der dort vorkommenden Wesen. Bevor ich weiter darüber rede, auf welche Weise jene irdischen Gelehrtenwesen damals durch verschiedene Farbenkombinationen verschiedene Wissensfragmente andeuteten, muss ich zuvor eine Tatsache hervorheben, die sich auf das bezieht, wovon ich soeben sprach. Eine für diese deine Lieblinge sicherlich traurige Tatsache, die sich in ihrem Bestande auch durch die gleiche anormale Form ihrer alltäglichen, von ihnen selbst eingerichteten Existenz bildete. Ich will dir nämlich jene allmähliche Verschlechterung in der Bildung jener Wahrnehmungsorgane erklären, die sich im Bestande aller Wesen bilden, und vor allem jenes Organs, das uns diesmal am meisten interessieren muss, das Organ zur Empfindung und Unterscheidung des sogenannten Zusammenfließens der Schwerpunktsvibrationen, die aus dem Weltenraum auf ihren Planeten kommen. Ich spreche über die sogenannte Gesamtheit aller Vibrationen, aller Verwirklichungsquellen, nämlich gerade über das, was der große Gelehrte Akshapansya, von dem ich sprach, den weißen Strahl nannte, und über die Wahrnehmungen von Eindrücken, die durch das Zusammenfließen verschiedener Schwerpunktsvibrationen, die von den Wesen als selbstständige sogenannte Farbtöne unterschieden werden. Du musst wissen, dass gleich am Anfang der Entstehung und Existenz der dreihirnigen Wesen des Planeten Erde, ehe noch das Organ Kundabuffa ihnen eingeimpft worden war und später, als dieses Organ vollends aus ihrem Bestand beseitigt worden war und sogar nach der zweiten transalpinischen Katastrophe dort bis fast zu der Zeit unserer dritten Hinabkunft auf die Oberfläche jenes Planeten, dieses besagte Organ in ihnen mit einer sogenannten Empfindungsfeinheit ausgestattet war, die der gleichkam, mit der der gesamte Bestand aller gewöhnlichen dreihirnigen Wesen unseres ganzen großen Weltalls ausgestattet ist. In den erwähnten Perioden war dieses Organ auch in allen auf diesem Planeten entstehenden dreihirnigen Wesen mit einer solchen Empfindungsfeinheit ausgestattet, die sie befähigte, das besagte Zusammenfließen der einzelnen Schwerpunktvibrationen des weißen Strahls wahrzunehmen und ein Drittel der Quantität aller Farbtöne, aller Farbabstufungen überhaupt zu unterscheiden, dies sowohl im Bestande dieses Planeten als auch in allen anderen großen und kleinen kosmischen Verdichtungen gibt. Objektive Wissenschaft hat schon genau festgestellt, dass die Zahl der durch das Zusammenfließen verschiedener Schwerpunktsvibrationen aus der allgemeinen Gesamtheit aller Vibrationen entstehenden Farbtöne genau ein Hultanpanas darstellt, nämlich nach den Berechnungen der irdischen dreihirnigen Wesen 5.764.801 Farbabstufung. Nur ein Drittel dieser Summe der Farbverschmelzungen oder Farbabstufungen, den einen Farbton abgerechnet, der nur der Wahrnehmung unseres alles erhaltenen Unendlichen zugänglich ist, und zwar 1.921.600 Abstufungen, die von den Wesen als Farbunterschiede wahrgenommen werden, kann von jedem gewöhnlichen Wesen auf allen Planeten unseres großen Weltalls wahrgenommen werden.
Wenn aber die dreihirnigen Wesen die Vervollkommnung ihres höchsten Teiles vollenden, erwirbt ihr Organ zur Wahrnehmung des Sichtbaren die Feinheit des sogenannten always-tochnischen Sehvermögens, wodurch sie bereits 2/3 der ganzen Zahl der im Weltall existierenden Farbabstufungen unterscheiden können, was irdischer Berechnung nach 3.843.200 verschiedene Farbabstufungen ergibt. Und nur jene dreihirnigen Wesen, die die Vervollkommnung ihres höchsten Seinsteiles bis zum sogenannten Ishmetschen Zustand bringen, werden fähig, die ganze erwähnte Zahl der Farbmischungen und Abstufungen wahrzunehmen und zu unterscheiden, mit Ausnahme jener einen Abstufung, die, wie ich schon sagte, nur unserem allerhaltenen Schöpfer zugänglich ist. Obschon ich beabsichtige, dir später eingehend zu erklären, wie und warum im Bestande der insapalnischen kosmischen Verdichtungen alle möglichen bestimmten Bildungen durch evolutionierende und involutionierende Prozesse die Eigenschaft erlangen, verschiedene Wirkungen auf das besagte Organ der Wesen auszuüben, halte ich es trotzdem nicht für überflüssig, schon jetzt an diese Frage zu rühren. Vor allem musst du wissen, dass die allgemeine Gesamtvibration, gleich allen bereits bestimmten geformten kosmischen Bildungen, gemäß dem endgültigen Resultat des kosmischen Grundgesetzes des heiligen Heptaparaparshinoch, jenem kosmischen Gesetz nämlich, dass die dreihirnigen Wesen des Planeten Erde in der erwähnten babylonischen Periode das Gesetz der Siebenfältigkeit nannten, aus 7 sogenannten Resultatkomplexen gebildet wird und entsteht oder, wie man auch sagt, aus 7 Vibrationsklassen jener kosmischen Quellen, von denen jeder einzelne aus 7 anderen entsteht und davon abhängt. Diese wiederum entstehen aus 7 anderen und hängen von ihnen ab und so weiter bis hinauf zur ersten höchstheiligen, einzigartig 7 eigenschaftigen Vibration, die aus der höchstheiligen Urquelle entspringt. Alle zusammen bilden die allgemeine Gesamtvibration aller Verwirklichungsquellen alles im ganzen Weltall Existierenden und bewirken später durch die Umwandlungen dieses Letzteren im Bestande kosmischer, insalpalnischer Verdichtungen die besagte Anzahl der verschiedenen Farbabstufungen. Und was die Einzelheiten über die höchst heilige, einzigartig 7-eigenschaftige Vibration betrifft, so wirst du sie erst dann begreifen, wenn ich dir, wie ich dir schon oft versprach, zur rechten Zeit eingehend die allergrößten Grundgesetze der Welterschaffung und Welterhaltung erklären werde. Einstweilen aber musst du betreffs des gegebenen Falles wissen, dass, sobald diese allgemeine Gesamtvibration oder, wie die irdischen dreihirnigen Wesen sie nennen, der weiße Strahl mit dem ihm eigenen Bestand in den Bereich der Möglichkeiten gelangt, wo er sich im Bestand eines insapalnischen Planeten umwandeln kann, erfolgt auch mit ihm, wie mit jeder bereits vollends gebildeten kosmischen Entstehung, die Möglichkeit zur weiteren Verwirklichung hat, der kosmische Prozess, genannt Chartklom. Das heißt, er selbst bleibt als Bestand, aber sein Wesen zerfällt gleichsam und erzeugt durch die einzelnen Schwerpunktsvibrationen, aus denen er entstanden war, Evolutions- und Involutionsprozesse. Und diese Prozesse verwirklichen sich in der Weise, dass eine Schwerpunktsvibration aus einer anderen entsteht und sich in eine dritte verwandelt und so weiter. Bei solchen Transformationen wirkt die besagte allgemeine Gesamtvibration mit ihren Schwerpunktsvibrationen, das heißt der weiße Strahl, auf die gewöhnlichen in ihrer Umgebung vor sich gehenden inplanetischen und aufplanetischen Entstehungs- und Zerfallsprozesse und aufgrund der Vibrationsaffinität fließen ihre Schwerpunktsvibrationen, die von den sie umgebenden Bedingungen abhängen und ihnen gemäß sind, zusammen und werden ein Teil des ganzen allgemeinen Bestandes dieser bestimmten inplanetischen und aufplanetischen Bildungen, in denen die besagten Prozesse vor sich gehen. Also, mein Junge, in den Perioden meiner Hinabkünfte auf den dir lieben Planeten Erde bemerkte ich anfangs ohne jede bewusste Absicht seitens meiner Vernunft und später ganz absichtlich und stellte schließlich die fortdauernde Verschlechterung dieses Seinsorgans in allen von ihnen fest.
Die Empfindungsfeinheit eben dieses Organs, nämlich des Organs, durch das im Bestand dreihirniger Wesen vor allem die sogenannte automatische Sättigung durch Äußeres geschieht, wodurch natürliche Selbstvervollkommnung erst möglich ist, verschlechterte sich mit jedem Jahrhundert, bis sie schließlich in der Periode unseres 5. Aufenthaltes dort, in jener Periode nämlich, die von den dortigen Wesen jetzt als die Periode der Größe Babylons bezeichnet wird, dieses Organ das Zusammenfließen der Schwerpunktsvibrationen des weißen Strahles höchstens bis zum 3. Grad seiner sogenannten siebenfältigen Schichtungen wahrnehmen und unterscheiden konnte, das heißt nur bis zu 343 verschiedenen Farbtönen. Es ist hier interessant zu bemerken, dass eine ganze Anzahl dreihirniger Wesen jener babylonischen Epoche selbst schon die allmähliche Verschlechterung der Feinheit dieses Organs bemerkten und dass einige sogar von ihnen eine neue Gesellschaft in Babylon gründeten, die eine eigenartige Richtung unter den Malern jener Zeit hervorrief. Diese eigenartige Richtung der damaligen Maler hatte folgendes Programm: Die Wahrheit einzig durch die zwischen Weiß und Schwarz existierenden Abstufungen zu finden und zu beleuchten. Und sie stellten alle ihre Produkte her, indem sie ausschließlich die Abstufungen, die es zwischen der schwarzen und weißen Farbe gibt, verwandten. Als ich damals in Babylon von dieser besonderen Richtung in der Malerei erfuhr, verwandten ihre Anhänger für die Herstellung ihrer Produkte schon ungefähr 1500 vollkommen verschiedene Abstufungen der sogenannten grauen Farbe. Diese neue Richtung in der Malerei rief unter den Wesen, die danach strebten, die Wahrheit wenigstens auf einem Gebiet zu erkennen, wie man dort sagt, großes Aufsehen hervor und war sogar der Grund zur Entstehung einer anderen und noch sonderbareren Richtung, diesmal unter den sogenannten babylonischen Nuchimisten, nämlich jenen damaligen Wesen, die sogenannte neue Kombinationen der Vibrationsverdichtungen studierten und hervorbrachten, die auf eine bestimmte Weise auf den Geruchssinn der Wesen wirken und die bestimmte Wirkungen in ihrer allgemeinen Psyche verursachen wollten, das heißt unter jenen Wesen dort, die sich das Ziel gesetzt hatten, die Wahrheit durch Gerüche zu finden. Einige Wesen nun, die gerade damals davon eingenommen waren, ahmten die Anhänger der besagten Richtung in der Malerei nach und gründeten auch eine ähnliche Gesellschaft, und das Motto dieser neuen Richtung war, die Wahrheit in den Nuancen jener Gerüche zu suchen, die zwischen dem Moment der Wirkung am Gefrierpunkt und dem Moment der Wirkung beim Hitzezerfall gefunden werden. Wie die Maler fanden auch sie damals zwischen diesen zwei bestimmten Gerüchen ungefähr 700 sehr bestimmte Schattierungen und wandten sie in ihren aufklärenden Experimenten an. Ich weiß nicht, wohin diese zwei sonderbaren Richtungen damals in Babylon geführt und wo sie geendet hätten, wenn nicht ein neu ernanntes Stadtoberhaupt noch in der Zeit, als wir dort waren, angefangen hätte, die Anhänger jener zweiten neuen Richtung zu verfolgen, weil sie mit ihrem schon genügend scharfen Geruchssinn einige seiner sogenannten finsteren Geschäfte bemerkt hatten und bloßstellen wollten, weshalb er alle möglichen Mittel anwandte, um nicht allein alles, was mit dieser zweiten neuen Richtung zusammenhing, zu unterdrücken, sondern ebenso die erste. Was jenes Organ betrifft, von dem wir zu sprechen begannen, das Organ nämlich zur Wahrnehmung der Sichtbarkeit der sich außerhalb von ihnen befindenden anderen kosmischen Entstehungen, so ging die Verschlechterung seiner Feinheit auch noch nach der babylonischen Epoche weiter und kam zu dem Punkt, dass, während unseres letzten Aufenthaltes auf der Oberfläche jenes Planeten, deine Lieblingsstadt 1.921.600 Farbabstufungen, die sie wahrnehmen und unterscheiden sollten, nur noch das Resultat der vorletzten sogenannten siebenfältigen Kristallisation des weißen Strahls wahrnahmen und unterscheiden konnten, nämlich nur 49 Abstufungen. Und selbst diese Fähigkeit war nur einigen deiner Lieblinge eigen, dieweil die übrigen, vielleicht sogar die Mehrzahl, auch dieser Möglichkeit beraubt waren. Das Interessanteste aber der fortdauernden Verschlechterung jenes wichtigsten Teiles ihres allgemeinen Bestandes ist die traurige Komik, die darin besteht,
dass jene heutigen dreihirnigen Wesen dort, die noch fähig sind, den erwähnten dürftigen Teil der Gesamtanzahl der Abstufungen, nämlich bloß 49 Abstufungen zu unterscheiden, mit erhöhtem Eigendünkel und einer Beimischung des Impulses von Hochmut auf jene anderen Wesen herabschauen, die die Fähigkeit verloren haben, selbst nur diese dürftige Zahl zu unterscheiden, als auf Wesen mit anormaler Unzulänglichkeit dieses besagten Organs, und dass sie sie als am sogenannten Daltonismus Erkrankte bezeichnen. Die letzten 7 Verschmelzungen der Schwerpunktsvibrationen des weißen Strahls trugen damals in Babylon genau wie auch jetzt noch unter den dortigen heutigen Wesen folgende Namen: erstens Rot, zweitens Orange, drittens Gelb, viertens Grün, fünftens Hellblau, sechstens Dunkelblau, siebtens Violett. Höre nun, auf welche Weise die Gelehrten, die damals in Babylon zu der Malergruppe gehörten, verschiedene nützliche Kunden und Wissensbruchstücke, die auf sie gekommen waren, in den gesetzmäßigen Ungenauigkeiten des großen kosmischen Gesetzes, das damals Gesetz der Siebenfältigkeit hieß, durch Kombinationen der erwähnten 7 selbstständigen Farben und der aus ihnen stammenden Abstufungen zweiten Grades erreichten. Im Einklang mit jener bestimmten Eigenschaft der allgemeinen Gesamtvibration, das heißt dem weißen Strahl, fließen, wie ich schon gesagt habe und wie es bereits damals den babylonischen gelehrten Malern bekannt war, während des Transformationsprozesses dieses Strahles die einen seiner Schwerpunktsvibrationen immer aus den anderen und verwandeln sich in dritte und so weiter. Mit anderen Worten, jene besagten einzelnen Farben des weißen Strahles stammen immer eine aus der anderen und bilden eine dritte, wie zum Beispiel die orange Farbe aus der roten entsteht, selbst aber weiter wiederum in die gelbe übergeht und so fort und so weiter. Wenn nun die babylonischen gelehrten Maler dementsprechend webten oder mit farbigem Zwirn stickten oder ihre Erzeugnisse bemalten, führten sie die Unterschiede der Farbabstufungen sowohl in den Längslinien als in denen, die kreuz und quer gehen, nicht in der gesetzmäßigen Reihenfolge durch, in der dieser Prozess tatsächlich im Einklang mit dem Gesetz der Siebenfältigkeit verläuft, sondern anders, und in diesem ebenfalls gesetzmäßigen Anders stellten sie den Inhalt der einen oder anderen Kunde oder irgendwelches Wissen dar. An Donnerstagen, nämlich den Tagen, die den Heiligen und Volkstänzen gewidmet waren, führten die zu diesen Gruppen gehörenden Gelehrten mit entsprechenden Erklärungen alle möglichen Formen religiöser und volkstümlicher Tänze auf, sowohl solche, die schon existiert hatten und die sie nur änderten, als auch von ihnen ganz neu geschaffene. Und damit du dir besser vorstellen und gut verstehen kannst, auf welche Weise sie in diesen Tänzen zum Ausdruck brachten, was sie zum Ausdruck bringen wollten, musst du vor allem wissen, dass die damaligen Gelehrten schon lange zuvor erkannt hatten, dass jede Haltung und Bewegung jedes Wesens überhaupt im Einklang mit dem gleichen Gesetz der Siebenfältigkeit immer aus 7 sogenannten einander gegenseitig balancierenden Spannungen besteht, die in 7 selbstständigen Teilen ihres Ganzen entstehen, und dass jeder dieser 7 Teile wiederum aus 7 verschiedenen sogenannten Bewegungslinien besteht, wobei jede Linie 7 sogenannte dynamische Konzentrationspunkte hat. Und all das, was ich soeben beschrieb, wiederholt sich immer in derselben Weise und in derselben Reihenfolge, nur immer in einer geringeren Skala und wirkt bis in die allerkleinsten Teile unseres ganzen Körpers, die da Atome heißen. Und so führten diese gelehrten Tänzer in ihren Bewegungen, die gesetzmäßig untereinander übereinstimmten, absichtlich gesetzmäßige Ungenauigkeiten ein und deuteten durch sie jene Kunden und Kenntnisse an, die sie weitergeben wollten. An Freitagen, den Tagen, die der Skulptur gewidmet waren, brachten die zu dieser Gruppe gehörenden Wesen sogenannte Minia-Bilder oder Modelle mit, die aus einem dort Ton genannten Material verfertigt waren. Diese Minia-Bilder oder Modelle, die sie zur Ausstellung und Erklärung mitbrachten, stellten gewöhnlich einzelne Wesen in Gruppen dar oder verschiedene andere Wesen aller möglichen äußeren Form, die auf ihrem Planeten vorkommen.
Unter diesen Wesen waren auch verschiedene sogenannte allegorische Wesen, die aus dem Kopf einer Form, dem Körper einer anderen und den Gliedern einer dritten usw. zusammengesetzt waren. Die zu dieser Gruppe gehörenden Gelehrten deuteten alles, was erforderlich war, in den gesetzmäßigen Ungenauigkeiten an, die sie sich bezüglich des Gesetzes, das damals Dimension hieß, gestatteten. Du musst wissen, dass alle dreihirnigen Wesen der Erde und also natürlich auch die Bildhauer jener Zeit wussten, dass in Übereinstimmung mit immer demselben Gesetz der Siebenfältigkeit die Dimensionen jedes bestimmten Teiles eines jeden Wesens aus sieben Dimensionen seiner zweitrangigen Teile stammen, die ihrerseits wieder aus sieben Dimensionen drittrangiger Teile kommen und so fort und so weiter. Demgemäß hat jeder große oder kleine Teil des gesamten planetischen Körpers eines Wesens den anderen Teilen entsprechende größere oder kleinere Dimensionen. Zu einem klaren Verständnis dessen, was ich soeben gesagt habe, kann als gutes Beispiel das Gesicht eines beliebigen dreihirnigen Wesens dienen. Die Gesichtsdimensionen jedes dreizentrischen Wesens im Allgemeinen und auch die Gesichtsdimensionen der dir lieben dreizentrischen Wesen des Planeten Erde sind das Resultat der Dimensionen sieben verschiedener Hauptteile seines ganzen Körpers. Und jeder einzelne Teil seines Gesichts ist wieder das Resultat aus sieben verschiedenen Dimensionen des ganzen Gesichts. So stammt zum Beispiel die Dimension der Nase eines Wesens aus den Dimensionen der anderen Teile des Gesichts, und auf diese Nase wirken sich ihrerseits wieder sieben verschiedene sogenannte Oberflächen aus, und diese Flächen haben auch wieder sieben gesetzmäßige Dimensionen bis hinab selbst zu dem Atom ihres Gesichts, das eine der sieben selbstständigen Dimensionen ist, die die Dimensionen des ganzen planetischen Körpers ausmachen. Durch Abweichungen von diesen gesetzmäßigen Dimensionen deuteten die gelehrten Bildhauer, die zu den Mitgliedern der Anhänger des Legomonismus damals in der Stadt Babylon gehörten, alle möglichen Kunden und Fragmente des ihnen bekannten Wissens an, das sie an die Wesen späterer Geschlechter weitergeben wollten. Die an Samstagen, dem Tag der Mysterien oder dem Tag des Theaters, von den gelehrten Mitgliedern dieser Gruppe vorgeführten Demonstrationen waren die interessantesten und, wie man sagt, bestbesuchtesten. Ich persönlich zog auch die Samstage allen anderen Tagen der Woche vor und versuchte, keinen zu versäumen. Und ich zog sie vor, weil die Demonstrationen, die an diesen Tagen von den gelehrten Wesen jener Gruppe vorgeführt wurden, häufig ein solch spontanes und aufrichtiges Lachen unter allen anwesenden irdischen dreizentrischen Wesen hervorrief, dass ich manchmal vergaß, unter welchen dreizentrischen Wesen ich mich befand und dass jener Seinsimpuls sich in mir äußerte, der nur den einnaturigen Wesen wie mir selbst eigen ist. Die zu dieser Gruppe zählenden Gelehrten führten anfangs vor den übrigen Mitgliedern des Clubs verschiedene Formen von Seinserlebnissen und Seinsäußerungen aus. Später wählten sie dann aus all dem Vorgeführten aus, was den Einzelheiten des einen oder anderen schon existierenden oder neu von ihnen geschaffenen Mysterienspiels entsprach, und erst nach all dem erklärten sie, was sie mit diesen von ihnen vorgeführten Seinserlebnissen und Äußerungen andeuten wollten, und zwar durch ihre absichtlichen Abweichungen von den Prinzipien des Gesetzes der Siebenfältigkeit. Hier muss bemerkt werden, dass, obgleich in früheren Epochen Mysterien, die alle möglichen belehrenden Vorstellungen enthielten, automatisch auf einige spätere Geschlechter kamen und manchmal von Geschlecht zu Geschlecht auf Wesen ferner Generationen übergingen, es doch jene Mysterien in der letzten Zeit fast nicht mehr gibt, in deren Inhalt die gelehrten Mitglieder des Clubs der Anhänger des Legomonismus absichtlich verschiedenes Wissen hineingelegt hatten, wobei sie damit rechneten, dass sie bis auf die Wesen fernster Geschlechter übergehen würden. Und zwar begannen diese Mysterien, die dort von jeher mit dem Prozesse ihrer gewöhnlichen Existenz verwoben waren, schon bald nach der babylonischen Periode dort zu verschwinden. Anfangs wurden sie durch die sogenannte Kesbachi ersetzt oder, wie sie dort auf dem Festland Europa genannt werden, durch Marionettenspiele, Petruschka. Später aber wurden sie endgültig durch die bis heute noch existierenden theatralischen Vorstellungen oder Schauspiele verdrängt, die jetzt dort eine Form ihrer gegenwärtigen Kunst bilden, die besonders verderblich
in dem Prozess der fortschreitenden Verflachung ihrer Psyche ist. Diese Theatervorstellungen verdrängten die Mysterien, nachdem die Wesen am Anfang der modernen Zivilisation, auf die nur ein Fünftel oder ein Zehntel der Kunden von dem gelangt war, wie und was die besagten gelehrten babylonischen Mysterienspieler getan hatten, sie diese auch darin imitierten und gleichsam dasselbe tun wollten. Von da an nannten die übrigen dortigen Wesen diese Nachahmer der Mysterienspieler Schauspieler, Komödianten, und jetzt werden sie sogar schon Künstler genannt, und ihre Zahl nimmt, ich muss schon sagen, in der letzten Zeit recht zu. Die damaligen gelehrten Wesen, die zur Gruppe der Mysterienspieler gehörten, deuteten verschiedene nützliche Kunden und das von ihnen erreichte Wissen durch den sogenannten Fluss der assoziativen Bewegungen der Teilnehmer dieser Mysterien an. Obgleich die dreihirnigen Wesen deines Planeten damals die Gesetze des Flusses der assoziativen Bewegungen bereits sehr gut kannten, gelangte doch absolut keine Kunde von diesen Gesetzen bis auf die gegenwärtigen dreihirnigen Wesen. Da eben dieser Fluss der assoziativen Bewegungen nicht im Bestande der dir lieben dreihirnigen Wesen vor sich geht, wie sonst im Bestande aller übrigen dreihirnigen Wesen, und da ganz andere, nur ihnen eigene Gründe dies bedingten, muss ich dir vor allem darüber etwas eingehender sprechen. Der Prozess ist derselbe, der auch in uns vor sich geht. Nur geht er in uns vor, wenn wir absichtlich ruhen und das ganze Funktionieren unseres ganzen Bestandes ohne Hinderung durch unseren Willen, alle Seinsenergien, die für die folgende allseitige aktive Existenz erforderlich sind, sich frei transformieren lassen, wogegen in ihnen die besagten verschiedenen Seinsenergien nur und selbst dann nur halb und halb während ihrer vollkommenen Untätigkeit entstehen können, nämlich während dessen, was sie Schlaf nennen. Da sie, wie alle übrigen dreihirnigen Wesen unseres ganzen großen Weltalls aus drei selbstständigen, unabhängigen, vergeistigten Teilen bestehen, wobei jeder selbstständig vergeistigte Teil als Zentralpunkt für die Konzentration seines ganzen Funktionierens eine ihm eigene Lokalisierung hat, die sie selbst ein Gehirn nennen, so werden in ihrem allgemeinen Bestand alle Eindrücke, ob sie von außen kommen oder in ihnen selbst entstehen, auch durch jedes dieser Gehirne, jede Natur dieser Eindrücke entsprechend selbstständig wahrgenommen. Später machen diese Eindrücke samt den früheren, wie es im Bestand aller Wesen ohne Unterschied des Hirnsystems geschieht, das Gesamtmaterial aus und rufen bei gelegentlichen Schocks in jedem einzelnen Gehirn eine selbstständige Assoziation hervor. Also, mein Junge, seit deine Lieblinge vollständig aufhörten, in ihrem allgemeinen Bestand Seinspatholk-Pflicht zu verwirklichen, durch deren Resultat allein in den Wesen sowohl das sogenannte gesunde, vergleichende Denken als auch die Möglichkeit zu bewusster, aktiver Äußerung aus den verschiedenen Assoziationen entstehen können, und seit ferner ihre einzelnen Gehirne, die nun ganz unabhängig assoziieren, in demselben Bestand drei verschiedenquellige Seinsimpulse hervorrufen, erwarben sie dadurch allmählich in sich gleichsam drei Persönlichkeiten, die, was ihre Bedürfnisse und Interessen angeht, nichts miteinander gemein haben. Die größere Hälfte fast all jener Widersprüche, die in der allgemeinen Psyche deiner Lieblinge besonders in der letzten Zeit entstehen, sind dadurch bedingt, dass erstens in ihrem ganzen Bestand verschiedenartige selbstständige Assoziationsreihen vor sich gehen, die in ihnen die Seinsimpulse dreier verschiedenartiger und verschiedeneigenschaftlicher Lokalisationen hervorrufen, und zweitens, dass zwischen diesen drei selbstständigen Lokalisationen in ihnen eine Verbindung besteht, wie im Bestande aller dreihirnigen Wesen, die von der großen Natur für andere sogenannte Funktionsvorgänge des allgemeinen Bestandes vorgesehen sind, und drittens, dass aus allem, was von den drei besagten Lokalisierungen wahrgenommen und empfunden wird, nämlich aus allen möglichen Schocks, Assoziationen dreier verschiedenartiger Eindrücke vor sich gehen, wodurch drei völlig verschiedene Seinsimpulse in ein und demselben ganzen Bestand entstehen.
Und all dem zufolge gehen in ihnen fast immer zu ein und derselben Zeit mehrere Erlebnisse vor sich, und jedes dieser Erlebnisse ruft in ihrem ganzen Wesen den Wunsch nach einer entsprechenden Äußerung hervor und drückt sich in einer entsprechenden Bewegung in Übereinstimmung mit den verschiedenen Teilen seines ganzen Bestandes aus. Und diese verschiedenartig bedingten assoziativen Erlebnisse gehen in ihrem allgemeinen Bestand vor sich und fließen eins aus dem anderen nach dem gleichen Gesetz der Siebenfältigkeit. Die gelehrten Mitglieder des Clubs der Anhänger des Legomenismus, die damals in Babylon dieser Gruppe angehörten, brachten das von ihnen Gewünschte in den Bewegungen und Handlungen der Teilnehmer an den Mysterien folgendermaßen zum Ausdruck. Nehmen wir zum Beispiel an, dass die Erfüllung der Rolle eines Teilnehmers an den gegebenen Mysterien gesetzmäßigen Assoziationen zufolge in einem seiner Gehirne irgendeinen neuen Eindruck hervorrief, auf den er durch diese oder jene Äußerung oder Bewegung reagieren musste. Er aber brachte diese Äußerungen und Bewegungen absichtlich nicht so hervor, wie sie dem Gesetz der Siebenfältigkeit nach hätten sein müssen, sondern anders. Und in dieses Anders legten sie auf eine bestimmte Weise das hinein, was sie kommenden Geschlechtern vermitteln wollten. Damit du, mein Junge, eine klare Vorstellung dieser Samstagsvorführungen gewinnst, denen ich immer mit Freuden beiwohnte, um mich von meiner angestrengten Tätigkeit auszuruhen, will ich dir ein anschauliches Beispiel geben, wie diese gelehrten Mysterienspieler vor den anderen gelehrten Mitgliedern des Clubs der Anhänger des Legomenismus alle möglichen Seinserlebnisse und Äußerungen vorführten, aus denen dann die für die künftigen Mysterien nötigen Fragmente ausgewählt wurden. Für diese Demonstrationen errichteten sie in einer der großen Hallen des Clubs einen eigens dafür erhöhten Platz, den sie damals den Reflektor der Wirklichkeit nannten. Die Wesen der folgenden Epochen, auf die zufällig Kunden betreffs dieser babylonischen gelehrten Mysterienspieler kamen und die sie nachzuahmen begannen und gleichsam das gleiche taten, nannten und nennen ähnliche Konstruktionen noch jetzt Bühne. Auf diesen Reflektor der Wirklichkeit oder auf diese Bühne traten zuerst zwei der Teilnehmer, und der eine von ihnen begann gewöhnlich damit, dass er eine Zeit lang stillstand und gleichsam seinem eigenen sogenannten Datelch-lustnischen Zustand lauschte oder, wie man manchmal sagt, dem Zustand seiner inneren assoziativen allgemeinen psychischen Erlebnisse. Indem er so in sich hineinhörte, wurde seiner Vernunft klar, dass, sagen wir, die Gesamtsumme seiner assoziativen Erlebnisse die Form eines gebieterischen Dranges annahm, einem anderen Wesen eine Ohrfeige zu geben, dessen Anblick immer den Anfang einer Assoziation, einer jetzt in ihm vorherrschenden Serie von Eindrücken verursacht hatte, die immer in seiner allgemeinen Psyche unangenehme und für sein Selbstbewusstsein beleidigende Erlebnisse hervorgerufen hatte. Nehmen wir an, dass diese unangenehmen Erlebnisse in ihm stets dann vor sich gehen, wenn er jemand sah, den man damals Irudahahun nannte, Leute des Berufs, die von den gegenwärtigen Wesen dort Polizisten genannt werden. Nachdem er dann seiner Vernunft diesen datelch-lustnischen psychischen Zustand und den bestimmten Drang klar gemacht und zu gleicher Zeit erkannt hatte, dass er unter den waltenden Bedingungen der äußeren gesellschaftlichen Existenz seinen Wunsch nicht vollends befriedigen kann und da er andererseits durch Vernunft schon vervollkommnet war und seine Abhängigkeit von dem automatischen Funktionieren der anderen Teile seines allgemeinen Bestandes gewahr war, erkannte er klar, dass von der Befriedigung dieses Triebes die Erfüllung irgendeiner bevorstehenden wichtigen Seinspflicht abhängt, die auch für die Wesen seiner Umgebung große Bedeutung hat. Und nachdem er all das in dieser Weise bedacht hatte, beschloss er, diese seine dringende Neigung so gut als möglich zu befriedigen, indem er jenem Irudahahun moralischen Schmerz zufügte, das heißt in ihm Assoziationen erweckte, die in ihm kränkende Erlebnisse hervorrufen würden. Mit dieser Absicht wendete er sich zu dem anderen Gelehrten, der mit ihm auf der Bühne erschienen war, und indem er ihn nun als Irudahahun oder Polizist behandelt, redet er ihn an. »He, du, du Schuft, du kennst wohl deine Pflicht nicht. Siehst du denn nicht dort,« wobei er in diesem Augenblick mit der Hand
in der Richtung eines anderen kleinen Clubzimmers deutet, wo sich die übrigen Teilnehmer der Veranstaltungen jenes Tages befanden. Dort schlagen sich auf der Straße zwei Bürger dieser Stadt, ein Soldat und ein Schuster, und stören die allgemeine Ruhe, und du gehst hier gelassen hin und her und bildest dir ein, weiß Gott wer zu sein, und schaust den vorbeigehenden Frauen, rechtschaffener und ehrlicher Bürger, nach. Warte nur, du Herumlungerer, ich werde dich schon durch meinen Chef, den Stadthauptarzt, bei deinem Chef, ob deiner Gleichgültigkeit und der Vernachlässigung deiner Pflichten verklagen lassen.« Von diesem Augenblick an spielte das gelehrte Wesen, das bisher gesprochen hatte, die Rolle eines Arztes, weil er zufällig seinen Chef den Stadthauptarzt genannt hatte, während der zweite Gelehrte, den der erste zuerst einen Polizisten genannt hatte, nun die Rolle eines Polizisten übernahm. Und von den zwei anderen teilnehmenden Gelehrten, die dann sofort aus dem anderen Zimmer durch den, der die Rolle des Polizisten spielte, gerufen wurde, übernahm der eine die Rolle eines Schusters, der andere die eines Soldaten. Und diese zwei letzteren Gelehrten nahmen diese Rollen auf sich und mussten genau dementsprechend auftreten, nämlich der eine in der Rolle eines Soldaten und der andere in der Rolle eines Schusters. Und dies nur deshalb, weil sie beide von dem ersten Gelehrten so genannt worden waren, der in seinem katerchlustnischen Zustand die Rolle eines Arztes auf sich genommen hatte und sie je Soldat und Schuster genannt hatte. Nun, und diese drei Gelehrten, denen durch diesen vierten Gelehrten die Ausführung der verschiedenen gesetzmäßig verfließenden Wahrnehmungen und Äußerungen von ihnen vollkommen fremden Typen übertragen oder, wie deine Lieblinge sagen, fremde Rollen gegeben worden waren, nämlich die eines Schusters, Soldaten und Polizisten, stellten ihre weiteren Erlebnisse und ihre daraus folgenden Reflexäußerungen durch die ihnen eigene Seinseigenschaft dar, genannt Ikril Tas Kakra, die den Gelehrten des Planeten Erde jener Periode auch bekannt war und denen es damals gelungen war, ihren Bestand so weit zu vervollkommnen, dass sie diese Eigenschaft verwirklichen konnten. Dreizentrische Wesen können diese besagte Seinseigenschaft, genannt Ikril Tas Kakra, nur dann erwerben, wenn in ihrem Bestande schon ein sogenannter esu-aere-turasnischer Wille erworben worden ist, der wiederum nur durch dieselbe Seinspatholpflicht erworben werden kann, das heißt durch bewusste Arbeiten und absichtliche Leiden. Auf diese Weise wurden damals also in Babylon die gelehrten Mitglieder der Mysteriengruppe zu Spielern fremder Rollen und führten vor den übrigen gelehrten Mitgliedern des Clubs die Erlebnisse und die daraus folgenden Handlungen vor, die von ihnen unter der Leitung ihrer gut unterrichteten Vernunft dargestellt wurden. Und darauf wählten sie, wie ich schon sagte, zusammen mit den übrigen anwesenden gelehrten Mitgliedern des Clubs der Anhänger des Legomonismus aus der Zahl der auf diese Weise vorgeführten Seinsimpulse die ihren Zwecken entsprechenden aus, die dem Gesetz des Laufes der aus verschiedenen Quellen stammenden Assoziationen zufolge in den bestimmten Handlungen der Wesen erlebt und geäußert werden mussten, und erst dann reihten sie diese Auswahl in ein Mysterienspiel ein. Es ist sehr wichtig, hier zu betonen, dass die gelehrten dreihirnigen Wesen, die damals in Babylon zu der Gruppe der Mysterienspieler gehörten, tatsächlich in ihren Handlungen erstaunlich gut und genau die subjektiven Eigentümlichkeiten der Wahrnehmungen und Äußerungen verschiedener, ihnen fremder Typen darstellten. Sie stellten sie nicht nur deshalb gut und genau dar, weil sie, wie ich schon erklärte, die Seinseigenschaft Ikril Tas Kakra hatten, sondern auch, weil die Gelehrten des Planeten Erde jener Zeit sehr gut über das sogenannte Typengesetz Bescheid wussten und darüber, dass die dreihirnigen Wesen ihres Planeten sich endgültig in 27 bestimmte Typen scheiden und auch, was in welchen Fällen beobachtet werden und wie dies geschehen musste und wie sie sich zu äußern hatten. Was die besagte Seinseigenschaft, die ich soeben Ikril Tas Kakra nannte, angeht, so muss ich noch hinzufügen, dass eben diese Eigenschaft allein den Wesen die Möglichkeit verleiht, sich in den Grenzen all jener Impulse und Vorschläge zu halten, die in jedem gegebenen Augenblick in ihrem allgemeinen Bestande durch die Assoziationen entstehen, die in jenem Gehirn vor sich gehen, in dem sie selbst bewusst den Anfang zum Verlauf von Assoziationen der einen oder anderen Serie der in ihnen schon vorhandenen Eindrücke gaben.
Und nur durch eben jene Eigenschaft können die Wesen alle möglichen psychischen Einzelheiten eines zuvor schon gut studierten Typs erlernen und sich dementsprechend äußern, sozusagen ihn völlig personifizieren. Meiner Meinung nach liegt es am Fehlen eben jener Eigenschaft, dass die meisten all jener Unstimmigkeiten entstehen, die die sonderbare Psyche der dir lieben dreihirnigen Wesen des Planeten Erde ausmachen. Du musst wissen, dass in dem Bestand der dortigen dreihirnigen Wesen auch der Jetztzeit, so wie im Bestande aller dreihirnigen Wesen überhaupt, alle neuen Eindrücke in allen drei ihrer einzelnen Gehirne in der Reihenfolge ihrer sogenannten Affinität sich anhäufen und später mit den schon früher eingetragenen Eindrücken teil an den Assoziationen nehmen, die in Übereinstimmung mit und in Abhängigkeit von den im gegebenen Moment in ihrem ganzen Bestande vorhandenen sogenannten Schwerpunktsimpulsen in allen drei selbstständigen Gehirnen durch jede neue Wahrnehmung entstehen. Also, mein Junge, da auch im Bestande deiner gegenwärtigen Lieblinge drei Arten von selbstständigen Assoziationen dahinfließen, die vollkommen verschiedene Seinsimpulse hervorrufen und sie es gleichzeitig unterlassen, in ihrem Bestand die bewusste Verwirklichung all jener kosmischen Resultate durchzuführen, durch die allein die besagte Seinseigenschaft in dreihirnigen Wesen hervorgerufen werden kann, kam es dahin, dass der allgemeine Bestand eines jeden und aller deiner gegenwärtigen Lieblinge während ihrer Existenz, wie ich schon sagte, gleichsam aus drei vollkommen selbstständigen Persönlichkeiten besteht, die weder, was die Natur ihres Entstehens noch ihre Äußerungen angeht, etwas miteinander gemein haben und auch nicht haben können. Und daher kommt jene Eigentümlichkeit ihres allgemeinen Bestandes, dass sie nämlich mit einem Teil stets ein Ding wünschen und zur gleichen Zeit mit einem anderen Teil etwas anderes bestimmt wünschen und ob des dritten Teiles etwas ganz anderes tun. Kurzum, was in ihrer Psyche vorgeht, ist gerade das, was unser teurer Lehrer Mullah Nasreddin mit dem Wort Durcheinander bezeichnet. Was die Vorführungen der damaligen babylonischen Gelehrten angeht, die der Gruppe der Mysterienspieler angehörten, so muss ich noch hinzufügen, dass die Zahl der Teilnehmer im Laufe der Handlung allmählich durch das Hinzukommen anderer Kollegen anwuchs, was wiederum von verschiedenen freiwilligen, assoziativen Geschehnissen abhing. Ferner musste jeder Teilnehmer bei der Darstellung der Wahrnehmungen und genauen automatischen Äußerungen, die ihm durch seine Rolle zufielen, und der Persönlichkeit eines ihm ganz fremden Typs entsprachen, neben der Ausführung dieser Rolle noch Zeit finden, unter irgendeinem Vorwand sich zu entfernen, um sich seiner Rolle entsprechend umzukleiden. Und sie kleideten sich um die von ihnen übernommene Rolle deutlicher und anschaulicher darstellen zu können und damit die übrigen anwesenden gelehrten Mitglieder des Clubs der Anhänger des Legemonismus die Fragmente für die künftigen Mysterien aussuchten, leichter und besser allem folgen und aus allem, was sie sahen, die beste Wahl treffen konnten. An Sonntagen endlich, nämlich an den der Musik und dem Gesang gewidmeten Tagen, brachten die zu dieser Gruppe gehörenden Gelehrten zuerst entweder auf verschiedenen Musikinstrumenten oder mit ihren eigenen Stimmen allerlei sogenannte Melodien hervor und erklärten darauf allen übrigen Wesen, wie sie in diese Werke das von ihnen Gewünschte hineingelegt hatten. Sie beabsichtigten auch, diese Werke den Gebräuchen verschiedener Völker einzupflanzen, wobei sie damit rechneten, dass auch diese von ihnen geschaffenen Melodien von Geschlecht zu Geschlecht bis auf die Menschen entfernter Geschlechter gelangen würden, die sie entziffern und auf diese Weise die in sie hineingelegten Kenntnisse, die damals schon auf der Erde erworben waren, erfahren würden, um sie dann zum Wohle ihrer gewöhnlichen Existenz zu benutzen. Damit du aber verstehen kannst, wie die dortigen Wesen dieser Gruppe ihre Anweisungen in diese instrumentalen und vokalen Werke hineinlegten, muss ich dir zuerst die besonderen Eigentümlichkeiten im Wahrnehmungsorgan des Hörens im allgemeinen Bestand aller Wesen erklären. Zu diesen besonderen Eigentümlichkeiten gehört die Eigenschaft, genannt Vipro Echo Nitanko. Du musst wissen, dass jene Teile des Gehirns der Wesen, die die objektive Wissenschaft Chlodistomadikulen nennt
und von denen einige von den sogenannten irdischen Gelehrten, Ärzten auf deinem Planeten Gehirn, Nervenknoten genannt werden, aus sogenannten nirinuosischen kristallisierten Vibrationen gebildet werden, die im Allgemeinen bei der endgültigen Bildung eines jeden Wesens als Resultat des Prozesses aller Arten von Wahrnehmungen ihres Hörorgans entstehen. Später bringen diese Klo-Distomatikulen, die unter der Wirkung gleicher, doch noch nicht kristallisierter Vibrationen funktionieren, in dem gegebenen Gehirn unterstellten Gebiet die besagte Vipro-Echonitanko oder, wie man dort manchmal sagt, den sogenannten Gewissensbiss hervor. Diese besagten Klo-Distomatikulen dienen in Übereinstimmung mit der Voraussicht der großen Natur in dem Bestande der Wesen als wirkliche Faktoren, um der Entstehung der Assoziationsprozesse in jenen Augenblicken beizustehen, in denen entweder die inneren Antriebe fehlen oder die von außen kommenden Schocks nicht bis zu ihren Gehirnen vordringen. Die noch nicht kristallisierten nirionossischen Vibrationen entstehen und gelangen später in den allgemeinen Bestand der Wesen entweder durch Vermittlung der sogenannten Stimmbänder aller möglichen Wesen oder durch einige von den Wesen künstlich erfundene, lauterzeugende Instrumente. Und wenn diese durch die besagten Quellen entstandenen Vibrationen in den Bestand der Wesen gelangen und die Klodistomatikulen des einen oder anderen Gehirns berühren, bringen sie je nach dem allgemeinen Funktionieren des ganzen Wesens den besagten Prozess Vipro-Echonitanko hervor. Die zweite Eigentümlichkeit des Funktionierens des Hörorgans ist, dass im Allgemeinen durch die Wirkung der Vibrationen, die aus der Reihenfolge der Klänge jeder Melodie erzielt werden, gewöhnlich eine Assoziation in einem der drei Gehirne im Bestand der Wesen hervorgerufen wird, und zwar in eben jenem Gehirn, in dem im gegebenen Moment das sogenannte Trägheitsmoment des vorausgehenden Erlebens intensiver ist, wobei die Reihenfolge der zum Erleben hervorgerufenen Impulse gewöhnlich in automatischer Ordnung vor sich geht. Die gelehrten Musikanten und Sänger damals in der Stadt Babylon kombinierten ihre Melodien so, damit die Reihenfolge der Lautvibrationen in den Wesen eine Assoziationsfolge hervorbringen sollten und deshalb auch Impulse zu Erlebnissen nicht in der gewöhnlichen automatischen Weise, nämlich so, dass die Folge der Vibrationen, die in den allgemeinen Bestand der Wesen gelangten, die Vipro-Echonitanko in den Klodistomatikulen nicht nur eines Gehirns hervorrufen sollten, wie es gewöhnlich geschieht, nämlich in dem Gehirn, das im gegebenen Augenblick die Assoziationen beherrscht, sondern bald in diesem, bald in jenem und bald im dritten Hirn, wobei sie auch die Qualität oder, wie sie selbst sagen würden, die Vibrationszahl jener Laute kannten, die auf das eine oder auf das andere Gehirn wirken. Die letzte Frage, nämlich von welchen Vibrationen und in welchen Gehirnen der Wesen welche Gegebenheiten gebildet werden und zu welchen neuen Wahrnehmungen diese Gegebenheiten als sogenannte Bestimmer neuer Resultate dienen können, war ihnen auch sehr wohl bekannt. Durch die von ihnen zusammengestellte Lautfolge entstanden in dem Bestand der Wesen gleichzeitig verschiedene Arten von Impulsen, die verschiedene, ganz entgegengesetzte Empfindungen hervorriefen. Und diese Empfindungen wiederum erweckten ungewöhnliche Erlebnisse in ihnen und ihnen nicht eigene Reflexbewegungen. Und, mein Junge, die von ihnen zusammengestellte Folge von Lauten wirkte tatsächlich auf alle Wesen, in deren Bestand sie gelangten, höchst sonderbar. Selbst in mir, einem, wie sie sagen würden, Wesen aus ganz anderem Teige, wurden verschiedene Impulse wach und folgten einander in ungewöhnlicher Reihenfolge. Dies geschah, weil die von ihnen in bestimmter Reihenfolge zusammengestellten Klänge ihrer Melodien beim Eindringen in meinen allgemeinen Bestand dem Chartklomp unterlagen oder, wie sie es anders ausdrücken würden, sortiert wurden und gleicherweise auf alle meine drei verschiedenen verursachten Klodistomatikulen wirkten, was zur Folge hatte, dass die Assoziationen, die in meinen drei selbstständigen Gehirnen vor sich gingen, zwar in einer gleichzeitigen und gleichen Intensität, aber in verschieden gearteten Reihen von Eindrücken in meinem Bestand drei ganz verschiedenartige
Impulse hervorriefen. Nehmen wir zum Beispiel an, dass die Lokalisation meines Denkens oder, wie deine Lieblinge sagen würden, mein Denkzentrum in meinem allgemeinen Bestande den Impuls der Freude hervorrief und in der zweiten Lokalisation in mir oder in meinem Gefühlszentrum den Impuls der Trauer hervorbrachte und die Lokalisation des Körpers selbst oder, wie deine Lieblinge wieder sagen würden, mein Bewegungszentrum den Impuls der Religiosität aufwies. Und eben durch diese ungewöhnlichen Impulse, die in den Wesen durch Instrumental- und Vokalmelodien hervorgerufen wurden, brachten sie zum Ausdruck, was sie zum Ausdruck bringen wollten. Also, mein Junge, all das, was ich dir schon über die gegenwärtige irdische, vielgepriesene Kunst erzählt habe, wird genügen, scheint mir, um dich verstehen zu lassen, warum und wie ich während der Periode meines 5. persönlichen Verweilens auf deinem Planeten zufällig Augenzeuge jener Begebenheiten wurde, die ihre Entstehung verursachten und in welchem Zusammenhang und in welcher Bedeutung dieses Wort zum ersten Mal in jener Periode angewandt wurde, die deine gegenwärtige Lieblinge die babylonische Zivilisation nennen. Jetzt will ich von jenen Tatsachen dort sprechen, die, wenn du sie kennengelernt hast, dir klar zeigen und ungefähr begreiflich machen können, wie sehr sich das logische Denken in all diesen dir lieben dreihirnigen Wesen in einer verhältnismäßig sehr kurzen Zeitperiode verschlechterte, so dass sie ohne jede sogenannte Beständigkeit von Selbstindividualität es zuließen, Sklaven von ein paar sogenannten nichtsnutzigen Wesen unter ihnen zu werden, die, da der göttliche Impuls Gewissen in ihnen völlig verschwunden ist, für ihre egoistischen Ziele aus jenem leeren Wort Kunst, das zufällig auf sie gelangt war, einen unfehlbar wirkenden Faktor schaffen konnten, um in ihnen die noch erhalten gebliebenen Gegebenheiten zu bewusstem Sein völlig lahmzulegen. Als ich zur Zeit meines 6. und letzten persönlichen Verweilens dort überall von dieser gegenwärtigen Kunst hörte und immer wieder auf ihre Resultate stieß und als ich mir klar machte, um was es sich eigentlich handelte, erinnerte ich mich meiner babylonischen Freunde jener Zeit und ihrer guten Absichten für ihre entfernten Nachkommen, und als sich die Gelegenheit bot, machte ich mir eingehend klar, welche Resultate sich von all dem erhalten hatten, was ich damals zufällig mit meinen eigenen Augen gesehen und wovon ich dir soeben erzählt habe. Indem ich dich jetzt in jene Eindrücke einweihe, die Fremden verhüllt sind, sich aber meinem allgemeinen Bestand fest einprägten, und das Resultat meiner bewussten Wahrnehmungen betreffs ihrer gegenwärtigen Kunst während meines letzten persönlichen Aufenthaltes dort auf dem Planeten Erde sind, muss mein Ich mit einem in mir entstandenen und tiefem Seinsimpuls von Bedauern nachdrücklich sagen, dass von all den Wissensbruchstücken, die die Wesen der babylonischen Zivilisation erreicht hatten, Bruchstücken, die tatsächlich sehr viel enthielten, auf die Wesen der gegenwärtigen Zivilisation außer einigen leeren Worten ohne inneren Gehalt tatsächlich nichts zum Wohl ihrer gewöhnlichen Seinsexistenz gekommen ist. Und es kam tatsächlich nicht allein nichts von all den verschiedenen damals auf der Erde bereits bekannten Kenntnissen auf sie, die die gelehrten Wesen, die Anhänger des Legomonismus, in den gesetzmäßigen Abweichungen von dem heiligen Hepta-Paraparshinoch-Gesetz oder, wie sie es nannten, dem Gesetz der Siebenfältigkeit andeuteten, sondern es verschlechterte sich in der Zeit zwischen diesen beiden Zivilisationen auch ihre Seinsauffassungskraft dermaßen, dass sie die Existenz eines solchen alluniversellen Gesetzes auf ihrem Planeten weder kennen noch auch nur vermuten. Was aber das Wort Kunst selbst betrifft, um das herum sich in dieser Zeit durch die Sonderbarkeit ihrer Vernunft, wie sie selbst sagen würden, der Teufel weiß was anhäufte, so muss ich dir sagen, dass meine besonderen Untersuchungen betreffs dieses Wortes mir klar machten, dass neben anderen Worten und einzelnen Ausdrücken, die von den damaligen Gelehrten gebraucht wurden, auch dieses Wort automatisch von Geschlecht zu Geschlecht weiterging. Und dieses Wort kam zufällig in den Wortschatz jener dreihirnigen Wesen dort, in deren Bestand durch verschiedene Umstände
die Kristallisierung der Folgen der Eigenschaften des Organs Kundabuffer mit der Folgerichtigkeit und gegenseitigen Wirkung vor sich ging, die die Entstehung für die Gegebenheiten zum Sein von Hasnamus-Individuen in ihrem Bestand vorbereitete. Und da dieses Wort aus irgendeinem Grund zufällig dieser Art von dreihirnigen Wesen gefiel, gebrauchten sie es für ihre eigenen egoistischen Zwecke und machten aus ihm allmählich eben jenes Etwas, das, obgleich es aus einer sogenannten vollständigen Leere besteht, sich doch allmählich mit einem märchenhaften Äußern überzog, das jetzt jeden deiner Lieblinge blendet, wenn er nur ein wenig mehr als gewöhnlich seine Aufmerksamkeit darauf richtet. Außer diesem Wort Kunst gingen aus der Zahl anderer bestimmter Worte, die die gelehrten Wesen unter den Anhängern des Legomonismus damals in Babylon bei ihren Diskussionen gebrauchten, auch noch viele andere Worte automatisch von Geschlecht zu Geschlecht über und auch verschiedene sogenannte verschwommene Vorstellungen über einige bestimmte Begriffe der damaligen Zeit. Dazu gehören sowohl dem Namen als auch den Karikaturnachahmungen nach die jetzt dort existierenden modernen Theater. Mit dem Wort Theater wurden in Babylon sowohl die Halle als auch die Vorführungen der gelehrten Wesen, die zur Gruppe der Mysterienspieler gehörten, bezeichnet. Wenn ich dir jetzt ein wenig ausführlicher über ihre modernen Theater spreche, wirst du jedenfalls genug Material dadurch gewinnen, um dir erstens klarzumachen, was aus all den guten Absichten und Anstrengungen der gelehrten Wesen der babylonischen Periode geworden ist, und um dir zweitens zu zeigen, wie viel von dem wirklichen Wissen aus den Zeiten der babylonischen Kultur bis auf die Wesen der modernen europäischen Zivilisation kam, in der die besagte Kunst mit einem märchenhaften Äußeren behangen wurde, und drittens, damit du gewisse Seiten der Schädlichkeit eben jener berühmten modernen Kunst verstehen wirst. Gewisse Berichte über die Tätigkeit der Mysterienspieler des Clubs der Anhänger des Legomonismus kamen, wie ich dir schon gesagt habe, bis auf die Wesen der gegenwärtigen Epoche, und diese Letzteren wollten jene auch darin nachahmen und bauten zu diesem Zwecke besondere Hallen und nannten sie auch Theater. Die dreihirnigen Wesen der modernen Zivilisation versammeln sich recht häufig und in beträchtlicher Zahl in ihren Theatern, um auch die verschiedenen einstudierten Äußerungen ihrer Schauspieler, wie sie diese Künstler in der letzten Zeit nennen, zu beobachten und angeblich zu studieren, genauso wie die gelehrten Wesen des Clubs der Anhänger des Legomonismus damals in Babylon die Vorführungen der gelehrten Wesen der Gruppe der Mysterienspieler studierten. Diese Theater gewannen sogar im gewöhnlichen Existenzprozess deiner Lieblinge eine Bedeutung von allergrößter Wichtigkeit, weshalb sie besonders große Gebäude zu diesem Zweck errichteten, die in fast allen gegenwärtigen Städten die bedeutendsten Bauten sind. Es wird nicht schaden, scheint mir hier vor allem das Missverständnis aufzudecken, das mit dem Wort Künstler verbunden ist. Und ich muss dies hervorheben, weil dieses Wort auch von der babylonischen Epoche auf deine Lieblinge überging, aber nicht so wie viele andere Worte, nämlich als leeres Wort ohne Sinn, sondern eben als ein kleiner Klangteil eines damals gebräuchlichen Wortes. Du musst wissen, dass die Mitglieder des Clubs der Anhänger des Legomonismus von den anderen gelehrten Wesen jener Zeit, die ihnen freundlich gesinnt waren und auch untereinander mit dem Namen bezeichnet wurden, den deine modernen Lieblinge als Orpheist beschreiben würden. Dieses Wort besteht aus zwei bestimmten damals gebrauchten Wortwurzeln, die in der Jetztzeit richtig und Wesen bedeuten. Wenn man jemand so nannte, bedeutete das, dass er das Wesen richtig empfindet. Nach der babylonischen Periode ging auch dieser Ausdruck in fast derselben Bedeutung automatisch von Geschlecht zu Geschlecht über, aber vor ungefähr zwei Jahrhunderten, als die Wesen jener Zeit mit den besagten Gegebenheiten, besonders was jenes leere Wort Kunst betrifft, zu klügeln begannen und als verschiedene sogenannte Kunstschulen entstanden und jeder sich als Anhänger der einen oder anderen dieser Schulen betrachtete, damals eben beschlossen sie, da sie niemals den wirklichen Sinn dieses Wortes verstanden hatten und vor allem, weil unter den besagten Kunstschulen auch eine war, die die gegenwärtigen Wesen nach einer von den alten Griechen erfundenen Figur Orpheus nannten, beschlossen sie,
ein neues Wort zu erfinden, um ihre Berufung genauer zu definieren. Damals eben erfanden sie anstelle des besagten Ausdruckes Orpheist das Wort Künstler, was bedeuten sollte, einer, der sich mit Kunst beschäftigt. Um dir all die Ursachen besser darzustellen, die später zu diesem Missverständnis führten, musst du vor allem wissen, dass vor der zweiten irdischen transalpalnischen Katastrophe, als deine Lieblinge sich noch normal vorbereiteten, verantwortliche Wesen zu werden, sie für ihre sogenannte Sprache zum Zwecke des gegenseitigen Verkehrs absichtlich entsprechende Laute schufen, so wie alle dreihirnigen Wesen des großen Weltalls und über 341 bestimmte, wie sie sie nennen, Buchstaben verfügten. Später aber, als durch immer dieselben von ihnen geschaffenen Verhältnisse der gewöhnlichen Seinsexistenz sich allmählich auch alle Eigenschaften, die dem Bestande der dreihirnigen Wesen eigen sein sollten, verschlechterte sich auch diese Seinsfähigkeit in ihnen in einem solchen Tempo, dass die Wesen der babylonischen Periode für ihren Sprachverkehr untereinander nur 77 bestimmte Laute gebrauchen konnten. Nach der babylonischen Periode ging diese Verschlechterung in einem solchen Tempo weiter, dass schon 5 Jahrhunderte später die meisten von ihnen nur noch 36 bestimmte Buchstaben kannten und die Wesen einiger Gemeinschaften sogar nicht einmal mehr diese Zahl einzelner artikulierter Laute hervorbringen können. Und, mein Junge, da jene Perioden betreffs der babylonischen Periode auf die nachfolgenden Generationen von Geschlecht zu Geschlecht nicht nur durch sogenannte mündliche Weitergabe gelangten, sondern auch durch Zeichen auf dauerhaftem Material, das heißt, wie man dort sagen würde, durch Inschriften, die aus konventionellen Zeichen bestanden, die die damals bestimmten seinsartikulierten Laute oder Buchstaben ausdrückten, begannen einige Wesen am Anfang der gegenwärtigen Zivilisation, sie von einem Stückchen hier und einem Stückchen da zu entziffern und sahen ein, dass sie schon nicht mehr viele dieser bestimmten Buchstaben lautbar machen und aussprechen konnten und erfanden deshalb dafür einen sogenannten schriftlichen Kompromiss. Und dieser schriftliche Kompromiss bestand darin, dass sie anstelle jedes Zeichens oder Buchstabens, den sie nicht hervorbringen konnten, dessen Aussprache sie dem Sinn nach aber begriffen, einen ungefähr ähnlichen Buchstaben aus dem Alphabet der entsprechenden Zeit schrieben, damit jeder begreifen könne, dass nicht dieser, sondern ein ganz anderer Buchstabe gemeint war, schrieben sie immer neben diesem Buchstaben einen bereits nichtssagenden, aber noch existierenden Buchstaben der alten Römer, der in Deutsch H heißt und im modernen Französisch Asch. Von da an taten deine übrigen Lieblinge dasselbe. Sie hängten nämlich jedem dieser verdächtigen Buchstaben dieses römische Erbe an. Als dieser schriftliche Kompromiss erfunden war, gab es ungefähr 25 solcher verdächtiger Buchstaben. Da sich aber im Laufe der Zeit ihre Fähigkeit, sie hervorzubringen, mit dem Anwachsen ihres Klügelns verschlechterte, so verminderte sich die Zahl der Buchstaben für diese von ihnen erfundene Seinsfähigkeit und in der Periode, in der das Wort Künstler erfunden wurde, hatten sie nur noch 8 solcher Buchstaben und vor dieses berühmte Asch schrieben sie teils altgriechische, teils altrömische Buchstaben, die sie in der folgenden Weise darstellten. TH, PH, GH, CH, SCH, KH, DH und OH. Der Grund zur Entstehung eines solchen Missverständnisses lag in dem Kompromisszeichen PH. Und es diente deshalb als Grund, weil es sowohl in dem Worte, mit dem die gelehrten Mysterienspieler bezeichnet wurden, als auch in dem Worte, das die von den alten Griechen erfundene Persönlichkeit mit deren Namen, wie ich schon sagte, eine der damals existierenden Kunstschulen verbunden war, vorkam. Und deshalb dachten die besagten Vertreter der irdischen Kunst der damaligen Zeit mit ihrer schon kurzgeschorenen Vernunft, dass dies nichts anderes zu bedeuten habe, als dass dieses Wort den Begriff die Anhänger der geschichtlichen Persönlichkeit Orpheus darstelle. Und da sich viele von ihnen nicht als seine Anhänger betrachteten, erfanden sie eben statt des besagten Wortes das Wort Künstler. Wie du jetzt siehst, war nicht jede Erbschaft von den alten Römern verderblich für die Wesen der folgenden Geschlechter, sondern im gegebenen Falle regte dieser ihr kleiner Buchstabe H sogar die Entstehung jener Seinsfähigkeit im Bestande auch solcher Wesen der nachfolgenden Geschlechter an, die es sich schon angewöhnt hatten,
überhaupt keine eigene Initiative oder Fähigkeit mehr zu haben, weshalb sie wünschten und es ihnen auch gelang, den schon seit langem existierenden bestimmten Ausdruck Orpheist mit dem neuen Wort Künstler zu ersetzen. Es ist sehr wichtig, dass ich dich von dieser dortigen großen Seltsamkeit unterrichte, nämlich davon, dass im Bestande aller dreihirnigen Wesen dieses Planeten auch diese Seinsfähigkeit allmählich verschwunden ist, nämlich die Fähigkeit, die zum verbalen Verkehr erforderlichen Laute hervorzubringen. Du musst wissen, dass das Tempo der Verschlechterung dieser Seinsfähigkeit im allgemeinen Bestand der Wesen nicht immer im psychischen und organischen Funktionieren ihres planetischen Körpers im gleichen Maße in jedem Einzelnen jeder Generation vor sich geht, sondern es ändert sich uneinheitlich in verschiedenen Zeiten und auf verschiedenen Teilen der Oberfläche dieses Planeten, indem es einmal mehr die psychische und ein anderes Mal mehr die organische Seite des Funktionierens des planetischen Körpers berührt. Als sehr gutes aufklärendes Beispiel für das, was ich soeben sagte, kann die Geschmacksempfindung dienen und die Fähigkeit, jene zwei bestimmten Laute oder Buchstaben auszusprechen, die zu ihnen aus längst vergangenen Zeiten durch Vermittlung der alten Griechen gelangten und jetzt schon beinahe bei allen gegenwärtigen Wesen auf allen Teilen der Oberfläche deines Planeten vorkommen. Diese zwei Buchstaben hießen bei den alten Griechen Theta und Delta. Es ist interessant hier anzumerken, dass deine Lieblinge in sehr alten Zeiten eben diese zwei Buchstaben gebrauchten, um bestimmte Namen für zwei ganz entgegengesetzte Bedeutungen zu bezeichnen. Und zwar wurde der Buchstabe Theta in den Worten angewandt, die Ideen ausdrückten, die sich auf den Begriff des Guten bezogen, wogegen der zweite Buchstabe Delta in Worten gebraucht wurde, die sich auf den Begriff des Bösen bezogen, wie zum Beispiel Theos, das heißt Gott, und Daimonos, das heißt Dämon. Mit dem Begriff und Geschmack am Klang dieser beiden Buchstaben ging auch der Sinn ihres Lautes auf alle Wesen der gegenwärtigen Zivilisation über, und doch werden diese beiden verschiedenen Buchstaben vollkommen verschiedenen Wesens aus irgendeinem Grund durch ein und dasselbe Zeichen ausgedrückt, nämlich durch das Zeichen TH. So können zum Beispiel die Wesen der gegenwärtigen Gemeinschaft namens Russland mit dem besten Willen und trotz allen Bemühens diese zwei Buchstaben überhaupt nicht aussprechen. Nichtsdestoweniger aber fühlen sie den Unterschied deutlich, und wenn immer sie diese Buchstaben in Worten mit bestimmten Begriffen anzuwenden haben, fühlen sie, obgleich die Buchstaben, die sie hervorbringen, dem keineswegs entsprechen, doch genau ihren Unterschied und gebrauchen nie den einen Buchstaben anstelle des anderen. Die Wesen der gegenwärtigen Gemeinschaft namens England dagegen sprechen jeden einzelnen dieser Buchstaben noch fast so wie einst die alten Griechen aus, dabei fühlen sie aber gar keinen Unterschied zwischen ihnen und wenden ohne die geringste Verlegenheit in Worten mit ganz verschiedener Bedeutung ein und dasselbe konventionelle Zeichen in Form ihres vielgepriesenen TH an. Wenn die Wesen jenes gegenwärtigen England zum Beispiel ihren oft gebrauchten Lieblingsausdruck Thank you hervorbringen, kann man sehr deutlich den alten Buchstaben Theta vernehmen. Wenn sie aber ein ebenso häufig gebrauchtes und nicht weniger beliebtes There aussprechen, hört man klar und bestimmt den alten Buchstaben Delta. Und dennoch bedienen sie sich ohne den geringsten sogenannten Gewissensbiss zur Darstellung dieser beiden Buchstaben ein und desselben Al-Paradoxon TH. Doch habe ich wohl, wie mir scheint, genug über irdische Philologie geredet. Fahren wir daher lieber fort, uns die Gründe klarzumachen, warum es für deine gegenwärtigen Lieblinge zur Gewohnheit wurde, überall ein Theater zu haben und was ihre gegenwärtigen Künstler in diesen Theatern tun und wie sie sich dort äußern. Was also die Frage betrifft, warum es ihnen zur Gewohnheit wurde, sich oft dort in ihren Theatern in beträchtlicher Anzahl zu versammeln, so kam das meiner Meinung nach daher, dass diese ihre gegenwärtigen Theater mit allem, was dort vor sich geht, zufällig genau dem anormal geformten allgemeinen Bestand der meisten gegenwärtigen dreihirnigen Wesen entsprechen, dem Wesen nämlich, in deren Bestand das Bedürfnis, in allem ihrer eigenen Initiative zu folgen, so wie es sich für dreihirnige Wesen geziemt, völlig verschwunden ist, und die ausschließlich nur entsprechend der zufällig von außen kommenden Schocks
oder nach den Gelüsten der in ihnen kristallisierten Folgen der einen oder anderen Eigenschaft des Organs Kundabuffer existieren. Vom ersten Beginn der Entstehung ihrer modernen Theater an versammelten sie sich dort und versammeln sich noch immer, um angeblich die Aufführungen ihrer gegenwärtigen Schauspieler zu beobachten und zu studieren. In Wirklichkeit versammeln sie sich jedoch nur zur Befriedigung einer der Folgen der Eigenschaften des Organs Kundabuffer, die sich im allgemeinen Bestand der meisten von ihnen schon fertig kristallisierte und die zuerst Urne hieß und die die gegenwärtigen Wesen Großtun nennen. Du musst wissen, dass ob der erwähnten Folge der Eigenschaften des Organs Kundabuffer die meisten gegenwärtigen Wesen ein sehr sonderbares Bedürfnis in ihrem Bestand erworben haben, nämlich in anderen den Seinsimpuls genannt Verwunderung betreffs ihrer selbst hervorzurufen oder ihn wenigstens einfach auf den Gesichtern ihrer Umgebung zu sehen. Die Seltsamkeit dieses ihres Bedürfnisses liegt darin, dass es befriedigt wird durch die von anderen geäußerte Verwunderung, auch wenn diese sich ausschließlich auf ihre äußere Erscheinung bezieht, die genau den Anforderungen ihrer sogenannten Moden entspricht, das heißt eben auch jener verderblichen Sitte, die dort schon in den Zeiten der tiklamischen Zivilisation entstand und einer jener Seinsfaktoren geworden ist, der sie jetzt schon automatisch weder die Zeit noch die Möglichkeit haben lässt, die Wirklichkeit zu sehen oder zu empfinden. Diese für sie verderbliche Sitte besteht darin, dass sie periodisch die äußere Form der sogenannten Bedeckung ihrer Nichtigkeit ändern. Es ist hier interessant zu bemerken, dass es im allgemeinen Prozess der gewöhnlichen Existenz der dir lieben dreihirnigen Wesen allmählich dahin kam, dass die Änderung der besagten Bedeckung von solchen Wesen beiderlei Geschlechts bestimmt wird, die schon würdig wurden, Kandidaten zu Hasnamus-Individuen zu werden. In dieser Hinsicht kommen die gegenwärtigen Theater deinen Lieblingen entgegen, da es ihnen dort sehr leicht und bequem ist, vor anderen, wie sie sich auszudrücken belieben, ihre schicken Frisuren zu zeigen, die alle aufmerken lassen oder einen auf besondere Weise gebundenen Krawattenknoten oder den geschickt entblößten sogenannten kupaitarnischen Teil ihres Körpers und so fort und so weiter, wobei sie gleichzeitig die neuesten Änderungen dieser Moden den letzten Vorführungen derselben Kandidaten für Hasnamus-Individuen entsprechend begaffen können. Und um ein klares Bild davon zu bekommen, dass diese gegenwärtigen Künstler während ihres Großtuns in den Theatern machen, musst du noch von einer anderen außerordentlich seltsamen Krankheit hören, die dort unter dem Namen Dramenerklügeln existiert. Die Anlage zu dieser Krankheit entsteht im Bestande einiger von ihnen nur durch die Unvorsichtigkeit ihrer sogenannten Hebamme. Diese frevelhafte Unvorsichtigkeit begeht ihre Hebamme in den allermeisten Fällen damit, dass sie, bevor sie zu ihrer Pflicht geht, unterwegs die Häuser anderer ihrer Klienten aufsucht, wo sie mehr als ein gewöhnliches Maß von dem ihr angebotenen Wein trinkt, was verursacht, dass sie später, wenn sie ihrem Geschäft nachgeht, unbewusst jene Worte äußert, die sich schon im Prozess der gewöhnlichen Existenz deiner Lieblinge als sogenannte Exorzismen ihrer sogenannten Zauberer eingebürgert haben, und so kommt es, dass das neue Unglückswesen gleich vom ersten Augenblick seiner sogenannten Erscheinung in Gottes Welt die Worte dieser verderblichen Exorzismen in sich aufnimmt. Diese Exorzismen bestehen aus folgenden Worten: Da sieh her, was du wieder angerichtet hast. Also, mein Junge, eben durch jene frevelhafte Unvorsichtigkeit seitens seiner Hebamme erwirbt das neugeborene Unglückswesen in seinem Bestand die Anlage zu der besagten seltsamen Krankheit. Wenn dann ein solches dreihirniges Wesen, das gleich bei seinem ersten Erscheinen die besagte Anlage zu der Krankheit des Dramenerklügelns erwirbt, zu der Zeit, wenn es verantwortliches Alter erreicht, etwas zu schreiben wünscht, befällt ihn plötzlich jene seltsame Krankheit und er fängt an, auf dem Papier zu klügeln oder, wie sie sagen, verschiedene sogenannte Theaterstücke zu verfassen. Zum Inhalt ihrer Werke nehmen sie gewöhnlich verschiedene Begebenheiten, die entweder in der Vergangenheit vorgekommen sein sollen oder sich in der Zukunft ereignen können oder schließlich Ereignisse ihrer eigenen gegenwärtigen Unwirklichkeit.
Außerdem zeigen sich unter den Symptomen dieser besonderen Krankheit im allgemeinen Bestand eines so erkrankten Wesens 7 andere, sehr spezifische Eigentümlichkeiten. Die erste besteht darin, dass, wenn diese seltsame Krankheit entsteht und in dem Bestande des betreffenden Wesens schon funktioniert, sich stets besondere Vibrationen um dieses herum verbreiten, die nach der Aussage seiner Umgebung genau so wirken wie der Geruch einer alten Ziege. Die zweite besteht darin, dass durch die Veränderung des inneren Funktionierens in einem solchen Wesen auch die äußere Form seines planetischen Körpers von selbst folgende Änderungen aufweist. Die Nase zieht sich in die Höhe, die Hände stemmt er, wie man sagt, in die Seiten, seine Rede wird durch einen besonderen Husten unterbrochen und so weiter. Die dritte ist, dass ein solches Wesen immer von einigen ganz harmlosen, natürlichen oder künstlichen Bildungen Furcht hat, wie zum Beispiel vor sogenannten Mäusen, vor in Fäuste geballten Händen, vor der Frau des Hauptregisseurs am Theater, vor dem Pöckchen auf einer Nase, vor dem linken Pantoffel seiner eigenen Frau und vor noch vielen anderen sich außerhalb von ihm befindenden Bildungen. Die vierte Eigentümlichkeit führt ihn dazu, dass er völlig jene Fähigkeit verliert, die Psyche der Wesen seinesgleichen um ihn herum zu begreifen. Die fünfte besteht darin, dass er sowohl innerlich als auch in seinen Äußerungen alle und alles, was sich nicht auf ihn bezieht, kritisiert. Die sechste, dass in ihm mehr als in allen übrigen irdischen dreihirnigen Wesen die Gegebenheiten, etwas Objektives wahrzunehmen, atrophiert sind. Und die siebente und letzte Eigentümlichkeit endlich besteht darin, dass in ihm sogenannte Hämorrhoiden entstehen, die nebenbei gesagt das Einzige sind, was er mit Bescheidenheit trägt. Und es geht dann gewöhnlich so, dass, wenn ein solch erkranktes Wesen einen Onkel hat, der Mitglied irgendeines ihrer Parlamente ist oder mit der Witwe eines gewesenen Geschäftsmannes bekannt ist oder wenn die Periode seiner Vorbereitung zu einem verantwortlichen Wesen irgendwie in einer solchen Umgebung oder unter solchen Bedingungen verlief, dass er automatisch die Eigenschaft erwarb, die da genannt wird, mühelos hineinrutschen, dann der sogenannte Theaterdirektor oder, wie er auch genannt wird, der Schafbesitzer sein Werk annimmt und den besagten gegenwärtigen Schauspielern befiehlt, es genau so aufzuführen, wie es von diesem Wesen erklügelt worden ist, das von dieser seltsamen Krankheit des Drama-Klügelns befallen war. Und diese modernen Schauspieler dort führen dieses Werk zuerst allein, ohne Zuschauer auf, und tun dies so lange, bis es genau so aufgeführt wird, wie das erkrankte Wesen selbst angab und der Theaterdirektor befahl. Und wenn diese gegenwärtigen Schauspieler das Werk schließlich dann ohne Teilnahme ihres eigenen Bewusstseins und Gefühl wiedergeben können und sich dabei in sogenannte lebende Automaten verwandeln, führen sie mit Hilfe und unter der Leitung derer von ihnen, die noch nicht vollkommen lebende Automaten geworden sind und deshalb Regisseure genannt werden, dann in Gegenwart vieler gewöhnlicher Wesen, die sich in ihren Theatern versammeln, dieses Stück auf. Aus all dem, was ich jetzt sagte, kannst du leicht den Schluss ziehen, dass diese Theater außer vielen sicherlich verderblichen Folgen, auf die ich sogleich noch näher eingehen werde, natürlich nichts für jenes hohe Ziel geben können, das die babylonischen Gelehrten im Auge hatten, als sie zum ersten Mal eine solche Form bewusster Vorführung von Wahrnehmungen und assoziativem Reagieren der anderen Wesen ihresgleichen schufen. Trotzdem muss man zugeben, dass sie durch ihre Theater und diese modernen Schauspieler für den Prozess ihrer gewöhnlichen Seinsexistenz, natürlich zufällig, ein gar nicht so übles Resultat erzielen. Damit du verstehst, worin dieses gar nicht so üble Resultat besteht, muss ich dir vor allem eine andere Eigentümlichkeit erklären, die sich im allgemeinen Bestand der Wesen eingebürgert hat, die nach dem Prinzip Itoklanots entstehen. In Übereinstimmung mit diesem Prinzip hängt die Bildung der für ihre sogenannte Wachexistenz erforderlichen Energie im Bestande solcher Wesen von der Qualität der Assoziationen ab, die in ihrem allgemeinen Bestand während ihrer völligen Passivität oder, wie deine Lieblinge sagen, während des Schlafes vor sich gehen und umgekehrt jene für die Produktivität eben dieses besagten Schlafes erforderliche Energie wird ihrerseits von dem assoziativen Prozess erarbeitet,
der in ihnen während des Zustandes vor sich geht, den sie als Wachzustand bezeichnen, und der wiederum von der Qualität oder Intensität ihrer Aktivität abhängt. Und dies lässt sich auch auf die irdischen dreihirnigen Wesen jener Zeit anwenden, als, wie ich dir schon einmal sagte, die große Natur gezwungen war, das ihrem Bestande zuvor eigene, fulasnitamnische Prinzip durch das Prinzip Itoklanoz zu ersetzen. Damals stellte sich in ihrem Existenzprozess eine solche Eigentümlichkeit ein und ist auch jetzt vorhanden, dass, wenn sie, wie sie sagen, gut schlafen, sie auch gut wach sind, und umgekehrt, wenn sie schlecht wach sind, schlafen sie auch schlecht. Und da sie, mein Junge, in der letzten Zeit schon sehr anormal existierten, hatte dies zur Folge, dass sich sogar jenes schon eingebürgerte automatische Tempo, das bis dahin mehr oder weniger die erforderlichen Assoziationen in ihnen gefördert hatte, sich änderte, weshalb sie in der letzten Zeit schlecht schlafen und noch schlechter wach sind als zuvor. Ihre modernen Theater und Schauspieler dienen der Verbesserung der Qualität ihres Schlafes aus folgenden Gründen. Nachdem das Bedürfnis, Seinspatholkpflicht in sich auszuüben, vollkommen aus dem Bestand der meisten von ihnen verschwunden war, gingen im Prozesse ihres Wachzustandes alle Assoziationen von unvermeidlich wahrgenommenen Schocks lediglich aus einigen schon automatisierten sogenannten Serien früherer Eindrücke vor sich, die aus sehr oft wiederholten, sogenannten längst erlebten Eindrücken bestehen. Darauf verschwand und verschwindet noch immer mehr in ihnen sogar das instinktive Bedürfnis, alle neuen, für dreihirnige Wesen vitalen Schocks wahrzunehmen, die entweder aus ihren inneren einzelnen vergeistigten Teilen oder aus entsprechenden, von außen für bewusste Assoziationen kommenden Wahrnehmungen stammen, nämlich für eben jene Seinsassoziationen, von denen die Intensität der Transformation aller möglichen Arten von Seinsenergien abhängt. In den letzten drei Jahrhunderten gestaltete sich ihr Existenzprozess derart, dass im Bestande der meisten von ihnen in ihrer täglichen Existenz fast nicht mehr länger jene seinsvergleichenden Assoziationen entstehen, die gewöhnlich in dreihirnigen Wesen dank aller neuen Wahrnehmungen vor sich gehen und aus denen allein sich im allgemeinen Bestande der dreihirnigen Wesen Gegebenheiten für ihre eigene Individualität kristallisieren können. Und wenn nun deine in dieser Weise so in ihrem wachen täglichen Leben existierenden Lieblinge in ihre heutigen Theater gehen und die sinnlosen Manipulationen der Schauspieler dort beobachten und einen Schock nach dem anderen durch alle möglichen Erinnerungen früher schon wahrgenommener, nicht weniger sinnloser und absurder Vorstellungen erhalten, gewinnen sie in diesem ihrem Wachzustand, ob sie wollen oder nicht, mehr oder weniger zufriedenstellende Seinsassoziationen, und wenn sie dann nach Hause kommen und sich schlafen legen, schlafen sie viel besser als gewöhnlich. Obschon diese gegenwärtigen Theater mit allem, was dort vor sich geht, tatsächlich im Allgemeinen, allerdings nur für heute, ein sehr gutes Mittel sind, um den Schlaf deiner Lieblinge zu verbessern, so sind doch die im objektiven Sinne verderblichen Folgen dieser Theater für die dreihirnigen Wesen im Allgemeinen und besonders für die heranwachsenden Generationen unermesslich. Diese Theater sind für sie ein weiterer Faktor, der endgültig in ihnen alle Möglichkeiten vernichtet, das allen dreihirnigen Wesen zukommende Bedürfnis, genannt Bedürfnis nach wirklichen Wahrnehmungen, irgendwann zu erwerben. Und sie wurden ein solch verderblicher Faktor hauptsächlich aus folgenden Umständen. Wenn diese Wesen in ihren Theatern ruhig dasitzen und allen möglichen verschiedenen und vielseitigen, wenn auch sinnlosen Manipulationen und Äußerungen ihrer modernen Schauspieler zusehen, gehen, obgleich sie in ihrem gewöhnlichen Wachzustand sind, alle Denk- und Gefühlsassoziationen in ihrem Bestand genau so vor sich wie während ihrer völligen Passivität, das heißt während ihres Schlafes. Wenn sie nämlich zufällig viele solcher Schocks empfangen, die die schon fixierten früher empfangenen und in Serien von Eindrücken automatisierten Schocks wecken und sie dann diese mit dem Funktionieren ihrer sogenannten Verdauungs- und Geschlechtsorgane wieder käuen, entstehen dadurch in ihrem Bestand Hindernisse für den Prozess sogar jener kläglichen,
bewussten Seinsassoziationen, die schon automatisch während ihrer passiven Existenz ein mehr oder weniger richtiges Tempo zur Transformation der für ihre aktive Existenz erforderlichen Stoffe ergeben. In anderen Worten, wenn sie sich in ihren Theatern befinden, sind sie nicht ganz in jenem passiven Zustand, in dem die Transformation der für ihre gewöhnlichen Wachzustand erforderlichen Stoffe vor sich geht, aber noch weiter weg von jenem Wachzustand, in dem sich das Bedürfnis nach wirklichen Wahrnehmungen je einstellen könnte. Unter den vielen anderen verderblichen Seiten dieser modernen Kunst wird eine meistens übersehen, die aber für alle dreihörnigen Wesen dort, was die Möglichkeit, ein bewusstes, sogenanntes individuelles Sein zu erwerben, angeht, höchst schädlich ist, nämlich die Ausstrahlungen der Vertreter der modernen Kunst selber. Obgleich diese verderblichen Ausstrahlungen dort allmählich zum Los oder spezifischen Attribut der Vertreter aller Zweige ihrer Kunst geworden sind, so zeigten mir doch meine eingehenden physisch-chemischen Untersuchungen deutlich, dass sie sich am schlimmsten in jenen besagten modernen Schauspielern entwickeln, die in den heutigen Theatern dort auftreten. Wie sehr die Ausstrahlungen der Schauspieler für alle deine übrigen Lieblinge schädlich sind, zeigte sich besonders in der letzten Zeit ihrer jetzigen Zivilisation. Obgleich einige der gewöhnlichen Wesen dort schon lange zuvor solche Berufe auszuüben pflegten, kristallisierten sich doch in früheren Zeiten nicht im Bestande eines jeden, der zu diesem Berufe gehörte, alle Gegebenheiten für hasnamussische Eigenschaften, und deine übrigen Lieblinge fühlten noch den verderblichen Einfluss, der von Leuten dieses Berufes ausging, weshalb sie vorsichtig waren und sich ihnen gegenüber in einer entsprechenden Weise und zurückhaltend benahmen. In früheren Jahrhunderten wurden nämlich solche Künstler oder Schauspieler von den übrigen Wesen der niedrigsten Kaste zugezählt und verächtlich angesehen. Und auch noch heutzutage gilt es in vielen Gemeinschaften, zum Beispiel auf dem Kontinent Asien, für ungeziemend, ihnen die Hand zu reichen, wie man sonst dort fast immer tut, wenn man Wesen seinesgleichen trifft. In diesen besagten Gemeinschaft gilt es auch heute noch für entehrend, mit Schauspielern an einem Tisch zu sitzen oder mit ihnen zu essen. Aber die gegenwärtigen Wesen jenes Kontinents, der in der Jetztzeit der Hauptsitz ihrer sogenannten Kultur ist, stellen diese Schauspieler nicht nur innerlich auf eine Stufe mit sich selbst, sondern ahmen sie sogar in ihrer Erscheinung nach und imitieren sie schon recht gründlich. Als gutes Beispiel zur Bekräftigung des soeben von mir Gesagten kann der bei deinen Lieblingen jetzt modische Brauch dienen, Bart und Schnurrbart zu rasieren. Ich muss dir sagen, dass diese irdischen Berufsschauspieler in früheren Epochen immer im Prozesse ihrer gewöhnlichen Existenz ihren Bart und Schnurrbart rasieren mussten. Sie mussten diese Kennzeichen ihrer Männlichkeit und Aktivität abrasieren, erstens, weil sie immer Rollen anderer Wesen zu spielen hatten und deshalb oft ihr Äußeres ändern mussten, wobei sie nicht nur auf ihre Gesichter entsprechende sogenannte Schminke auflegen, sondern auch Perücken und falschen Bart und Schnurrbart tragen mussten, was unmöglich war, wenn sie eigene Bärte und Schnurrbärte hatten, und zweitens, weil die gewöhnlichen Wesen aller früheren Gemeinschaften dort, die diese Schauspieler als schmutzigen oder schädlichen Einfluss betrachteten und fürchteten, sie bei zufälligen Treffen unter gewöhnlichen Existenzbedingungen erkennen wollten, weshalb sie eben damals das strenge Gesetz aufstellten, dass die Wesen vom Beruf der Künstler oder Schauspieler immer Schnurrbart und Bart rasieren mussten, um von den übrigen Wesen leicht erkannt zu werden. Während ich dir jetzt gerade erkläre, wieso die Sitte, dass Schauspieler Bart und Schnurrbart rasieren, dort entstand, fällt mir eine sehr vernünftige, sogenannte gesetzliche Maßnahme der dreihirnigen Wesen aus der Epoche der tiklamischen Zivilisation ein, die auch mit dem Rasieren der Haare, in diesem Falle aber der Kopfhaare der dortigen Wesen, zusammenhängt. Es wurde nämlich in jener Periode ein Gesetz herausgebracht und mit aller Strenge durchgeführt, wonach Verbrecher, denen nach dem Spruch und Urteil von 7 betagten Wesen des gegebenen Bezirks eine der 4 von diesen Richtern aufgestellten Kategorien von Unmoralität und Verbrechen zugeschrieben wurde, Verbrecher, mit denen auch jetzt noch all ihre sogenannten Gefängnisse gewöhnlich angefüllt sind, immer und überall bis zu einem bestimmten Termin mit einer der 4 entsprechenden Seiten ihres Kopfes rasiert gehen sollten,
wobei solche Verurteilte verpflichtet waren, den Kopf stets unbedeckt zu halten, wenn sie mit anderen zusammentrafen oder sprachen. Es ist interessant zu bemerken, dass es damals auch ein Gesetz ähnlicher Art für unmoralische Handlungen der Frauen gab, und diese Verordnung wurde von 7 betagten Frauen des betreffenden Bezirkes, die durch ihr vergangenes Betragen Achtung verdient hatten, sehr streng durchgeführt. Die Strafmaßnahmen für Frauen entsprachen den 4 Äußerungen, die damals als größte Lockerheit und Sittenlosigkeit galten. Wurde von der Umgebung bemerkt und von den betagten 7 älteren Frauen bestätigt, dass eine bestimmte Frau ihre Familienpflichten ohne die erforderliche Achtung nachlässig erfüllte, so musste sie nach diesem Gesetz bis zu einem gewissen Termin überall mit gefärbten Lippen erscheinen. Und wenn verschiedene Frauen bemerkten, dass eine Mutter ihren Kindern gegenüber an mütterlichen Impulsen nachließ, verurteilten sie sie gemäß der gleichen Vorschriften dazu, für eine bestimmte Zeit die linke Hälfte ihres Gesichts mit weißer und roter Schminke anzumalen. Wurde weiter einer Frau auf die gleiche Weise nachgewiesen, dass sie die der Fortpflanzung des Geschlechts dienende Empfängnis eines neuen Wesens in sich vermeiden wollte, so wurde sie dazu verurteilt, die rechte Seite ihres Gesichts mit weißer und roter Schminke anzumalen. Frauen aber, die ihre sogenannte hauptsächlichste Ehefraupflicht umgehen wollten, die nämlich ihren gesetzmäßigen Mann betrogen oder ihn auch nur betrügen oder das in ihnen sich bildende Wesen vernichten wollten, wurden auf dem gleichen Wege gezwungen, wiederum bis zu einem bestimmten Termin immer und überall ihr ganzes Gesicht mit weißer und roter Schminke anzumalen. An dieser Stelle seiner Erzählung wurde Beelzebub von Ahun mit folgenden Worten unterbrochen. Hochehrwürden, alle eure Erklärungen betreffs der irdischen Kunst und jener dreihirnigen Wesen dort, die sich jetzt mit ihr abgeben und sozusagen ihre Vertreter sind, und besonders eure Erörterungen über die gegenwärtigen Komödianten oder Schauspieler brachten mich auf den Gedanken, alle Eindrücke, die sich in meinem allgemeinen Bestand während meines letzten Aufenthaltes auf der Oberfläche des Planeten Erde, der unserem teuren Hassin gefällt, fixiert haben, zu gebrauchen, um unserem Liebling einen recht nützlichen und praktischen Rat zu geben. Nachdem Ahun dies gesagt hatte, sah er mit seinem gewohnten Blick, das heißt ohne lange zu verweilen, abwartend auf Beelzebubs Gesicht. Sobald er dessen gewohntes, wenn schon immer trauriges, so doch freundliches und nachsichtiges Lächeln gewahrte, wandte er sich sofort, ohne die erbetene Erlaubnis abzuwarten, gleichsam verwirrt, an Hassin und sagte folgendes: »Ach, wer weiß, vielleicht musst du, unser teurer Hassin, einmal auf jenem Planeten Erde sein und dich unter jenen sonderbaren, dir lieben dreihirnigen Wesen aufhalten.« Und indem er sich diesmal wieder an den Stil Beelzebub selbst hielt, fuhr er fort: »Deshalb will ich dich eben hier in die Resultate verschiedener Eindrücke einweihen, die ich unfreiwillig erhielt, Eindrücke sowohl betreffs der verschiedenen Typen als auch der Eigentümlichkeiten ihrer Äußerungen durch eben jene besagten gegenwärtigen Vertreter der Kunst dort. Du musst wissen, dass diese gegenwärtige, in eine falsche Aureole gehüllte Kunst und ebenso auch jene Wesen, die vorgeben, ihre Adepten zu sein, von allen übrigen dortigen dreihirnigen Wesen der modernen Zivilisation, besonders während der letzten Jahrzehnte, nicht allein auf dieselbe Stufe mit ihnen gestellt und von ihnen in ihren äußeren Manifestationen nachgeahmt werden, sondern noch dazu immer und überall unverdient von ihnen gefördert und gepriesen werden. Und in den gegenwärtigen Vertretern der Kunst selbst, die tatsächlich, was ihr echtes Wissen angeht, fast nichtig sind, bildet sich von selbst ohne das Zutun ihres Seinsbewusstseins die falsche Überzeugung, dass sie nicht so sind wie alle übrigen, sondern, wie sie sich selbst nennen, Wesen höheren Ranges, weshalb im Bestande dieser Typen die Kristallisation der Folgen der Eigenschaften des Organs Kundabuffer intensiver vor sich geht als im Bestande aller anderen dortigen dreihirnigen Wesen. Gerade was diese unglückseligen dreihirnigen Wesen betrifft, so sind die sie umgebenden anormalen Verhältnisse der gewöhnlichen Seinsexistenz so eingerichtet, dass sich in ihrem allgemeinen Bestand jene Folgen der Eigenschaften des Organs Kundabuffer kristallisieren und ein unzertrennlicher Teil ihrer ganzen Psyche werden müssen, die sie selbst Großtun, Hochmut, Eigenliebe, Eitelkeit, Eigendünkel, Narzissmus, Neid, Hass, Empfindlichkeit und so fort und so weiter nennen. Diese aufgezählten Folgen sind deshalb in jenen gegenwärtigen Vertretern der Kunst, die die Manipulatoren der gegenwärtigen Theater dort sind, besonders stark ausgeprägt und kristallisiert,
weil sie stets Rollen anderer Wesen ihresgleichen spielen, deren Sein und Bedeutung im Prozesse ihrer Existenz meistens ihre eigene weit übertrifft. Und da sie, wie ich schon sagte, tatsächlich fast nichtige Wesen sind, erwerben sie mit ihrer schon völlig automatisierten Vernunft allmählich eine falsche Vorstellung von sich selbst. Mit ihrem schon ganz automatisierten Bewusstsein und ihren schon ganz unsinnigen Gefühlen fühlen sie sich nämlich unermesslich viel höher, als sie in Wirklichkeit sind. Ich muss dir hier gestehen, teurer Hasim, dass ich bei meinen früheren Besuchen auf der Oberfläche deines Planeten und auch am Anfang dieses letzten Aufenthaltes dort überall mit den dir lieben dreihirnigen Wesen zusammenkam und verkehrte, dabei aber fast nie in meinem ganzen Bestand einen echten Impuls von Seinsmitleid empfand für das unendlich unglückselige Schicksal dieser deiner Lieblinge, das von Umständen abhängt, die keineswegs von ihnen selbst bestimmt werden. Als aber am Ende unseres sechsten Aufenthaltes dort viele von ihnen einen inneren Bestand erwarben, der jetzt allen Vertretern aller verschiedenen Kunstzweige eigen ist, und als diese neu entstandenen Typen unter den anderen dreihirnigen Wesen am Prozess ihrer gewöhnlichen Seinsexistenz auf der Basis gleicher Rechte teilnahmen, gelangten sie mit den übrigen in mein Blickfeld und fielen mir durch ihre übertriebene, höchst anormale, sogenannte Seins-Selbsteinschätzung auf und waren der Anlass zu einem Schock, der den Impuls des Mitleids nicht nur für sie, sondern auch für alle deine unglückseligen Lieblinge in mir entstehen ließ. Richte aber jetzt deine Aufmerksamkeit nicht auf alle dreihirnigen Wesen dort im Allgemeinen, auch nicht auf alle Vertreter ihrer gegenwärtigen Kunst, sondern nur auf die, die Schauspieler werden oder heißen. Trotzdem alle von ihnen, was echtes Wesen anbelangt, fast sogenannte volle Nullen sind, das heißt etwas höchst Leeres, aber von einem gewissen Schein umhüllt sind, erwerben sie doch allmählich eine solche Meinung von sich selbst, dank der immer und überall gebrauchten Lieblingsausdrücke wie Genie, Talent, Begabung und noch einigen anderen Worten, leer wie sie selbst, so dass es scheint, als ob unter den ihnen ähnlichen Wesen nur sie allein göttlichen Ursprungs, ja, dass nur sie allein fast Gott selber sind. Und nun höre auf meinen tatsächlich sehr praktischen Rat und suche ihn dir anzueignen, um ihn zur rechten Zeit anwenden zu können. Mein praktischer Rat besteht darin, dass für den Fall, dass du aus irgendeinem Grunde besonders in der nächsten Zeit unter den dreihirnigen Wesen jenes Planeten Erde, der dir gefällt, existieren solltest, ich sage in der nächsten Zeit, weil der Bestand jener der die lieben dreihirnigen Wesen und alle schon fixierten äußeren Verhältnisse ihrer gewöhnlichen Seinsexistenz häufigen Umwandlungen unterliegen, und falls du dort irgendeine Arbeit hast, wie sie jedem bewussten dreihirnigen Wesen zukommt, eine Arbeit, die im Grunde danach strebt, etwas zum Wohle aller dich umgebenden Wesen zu erreichen und deren Erfüllung teilweise von ihnen selbst abhängt, ganz gleich, in welcher Gemeinschaft ihrer gegenwärtigen Zivilisation dies auch sein mag, wo immer du jene gegenwärtigen irdischen Wesen im Interesse deiner Arbeit in ihren sogenannten Kreisen triffst. Sei auf jeden Fall sehr, sehr vorsichtig und triff alle möglichen Vorsichtsmaßnahmen, um mit ihnen auf sehr gutem Fuß zu stehen. Warum du ihnen gegenüber so vorsichtig sein musst und damit du alle irdischen, gegenwärtig entstehenden Typen in jeder Hinsicht besser begreifen und allseitig verstehen kannst, muss ich dir unbedingt zwei weitere Tatsachen erklären, die dort ganz offensichtlich wurden. Die erste besteht darin, dass diese Vertreter der Kunst infolge immer derselben Bedingungen der anormal eingerichteten Seinsexistenz und ob der dort entstandenen und weit verbreiteten, schädlich übertriebenen, verderblichen Idee betreffs ihrer berühmten Kunst allmählich in den vorgefassten Vorstellungen und Begriffen der übrigen dreihirnigen Wesen dort in eine falsche Aureole eingehüllt werden und dadurch automatisch unverdiente Autorität erwerben, der zufolge alle übrigen deiner Lieblinge immer und in allem behaupten, dass jede von jenen geäußerte Meinung gleichsam völlig unanfechtbar sei. Und die zweite besteht darin, dass, wenn sich diese gegenwärtigen neu entstandenen Typen dort formen, sie einen inneren Bestand erwerben, der sie entweder ganz zum Sklaven eines anderen oder durch dieselben zufällig gebildeten äußeren Bedingungen zu entschiedenen Feinden dieses anderen werden lässt.
Deswegen eben rate ich dir nun, mit ihnen sehr vorsichtig umzugehen, um dir nicht Feinde unter ihnen zu machen und dir nicht durch sie ernste Hindernisse für die Ausführung deiner Vorsätze zu schaffen. Und unser teurer Hassin, der eigentliche Zimmes meines Rates ist der, dass, wenn du wirklich unter den Wesen jenes Planeten Erde existieren und mit diesen Vertretern der gegenwärtigen Kunst zu tun haben solltest, du vor allem wissen musst, dass du ihnen niemals die Wahrheit ins Gesicht sagen darfst, dass dich dein Geschick davor bewahre. Jede Spur von Wahrheit beleidigt sie sehr, und ihre Entrüstung darüber führt fast immer zur Feindseligkeit anderen gegenüber. Solchen irdischen Typen darfst du nur solche Dinge ins Gesicht sagen, die die in ihnen unfehlbar kristallisierten Folgen der Eigenschaften des Organs Kundabuff verkitzeln, als da sind Neid, Hochmut, Eigenliebe, Eitelkeit, Falschheit und so weiter. Wie ich während meines Verweilens dort bemerkte, wirken folgende Mittel unfehlbar wie Kitzeln auf die Psyche deiner unglückseligen Lieblinge. Nehmen wir an, dass das Gesicht eines dieser Vertreter der Kunst dem Antlitz eines Krokodils ähnelt, dann sage ihm unbedingt, dass er das Abbild eines Paradiesvogels sei. Wenn einer von ihnen so dumm ist wie ein Stück Holz, dann sage ihm, dass er einen Geist wie Pythagoras habe. Wenn sein Benehmen in irgendeinem Geschäft ihn geradezu als Oberidioten kennzeichnet, sage ihm, dass sogar der erzlistige Luzifer es nicht hätte besser machen können. Wenn du an seinem Aussehen erkennst, dass er mehrere solcher Krankheiten hat, an denen er täglich mehr und mehr verfault, sage ihm mit dem Ausdruck der Verwunderung auf deinem Gesicht: Sagen Sie mir doch nur, welchem Geheimnis zufolge Sie immer wie ein Jüngling aussehen, wie Milch und Honig und so weiter. Nur vergiss eines nicht: Sage nie die Wahrheit. Obgleich man im Allgemeinen allen Wesen dieses Planeten so begegnen muss, so ist es doch doppelt und dreifach den Vertretern aller Zweige der gegenwärtigen Kunst gegenüber geboten. Nachdem Ahun dieses gesagt hatte, brachte er, affektiv wie ein Heiratsvermittler in einer Vorstadt Moskaus bei der Heirat seiner Klienten oder wie die Besitzerin eines Pariser Modesalons in einem sogenannten High-Life-Café, die Locken seines Schwanzes in Ordnung. Hassin aber, der ihn mit seinem gewohnten wahrhaft dankbaren Lächeln ansah, sagte: »Tausend Dank, lieber Ahun, sowohl für deinen Rat als überhaupt für die Beleuchtung einiger Einzelheiten der Seltsamkeit der Psyche der dreihirnigen Wesen jenes in jeder Hinsicht schlecht behandelten Planeten unseres großen Weltalls.« Und darauf wandte er sich mit folgenden Worten an Beelzebub selbst: »Bitte sage mir, gutes Großväterchen, ist es wirklich möglich, dass nichts aus den Absichten und Bemühungen jenes babylonischen Gelehrten wurde und tatsächlich gar nichts von den damals schon auf der Erde bekannten Bruchstücken von Wissen auf die gegenwärtigen dreihirnigen Wesen jenes seltsamen Planeten gelangt ist?« Auf diese Frage seines Enkels hin sagte Beelzebub Folgendes: »Zum großen Kummer alles im Weltall Existierenden ist, mein Junge, fast nichts von den Resultaten ihrer Bemühungen erhalten geblieben und auf deine gegenwärtigen Lieblinge gelangt.« Die von ihnen in der besagten Weise angedeuteten Kunden gingen nur während einiger folgender Jahrhunderte von Geschlecht zu Geschlecht weiter. Bald aber, nach der Periode der Herrlichkeit Babylons, verschwanden durch ihre stets gleiche Haupteigenschaft, nämlich durch den periodischen Prozess gegenseitigen Vernichtens, unter den gewöhnlichen Wesen dort nicht allein fast völlig die Legemonismen betreffs der Schlüssel zu den gesetzmäßigen Ungenauigkeiten in dem Gesetz der Siebenfältigkeit, wie sie in den Zweigen der Seins Afalkalna und Solchinocha enthalten waren, sondern es verschwand auch allmählich, wie ich dir schon gesagt habe, sogar die eigentliche Vorstellung von dem allkosmischen Gesetz des heiligen Heptaparaparchenoch, das man damals in Babylon das Gesetz der Siebenfältigkeit nannte. Alle bewussten Werke der Wesen der babylonischen Periode wurden allmählich vernichtet, zum Teil zerfielen sie mit der Zeit und zum Teil wurden sie in den Prozessen des gegenseitigen Vernichtens zerstört, nämlich durch jenen Grad von Psychose der dreihirnigen Wesen, der da genannt wird, die Vernichtung von allem, was in ihren Gesichtskreis fällt. Hauptsächlich ob dieser zwei Ursachen verschwanden dort nach und nach von der Oberfläche jenes unglückseligen Planeten fast alle bewusst verwirklichten Resultate der gelehrten Wesen der babylonischen Epoche, und zwar in einem solchen Tempo, dass schon nach drei ihrer Jahrhunderte kaum mehr etwas davon übrig war.
Ferner muss noch bemerkt werden, dass durch jene zweite der besagten Ursachen dort auch die Anwendung jener neuen Form von Weitergabe der Kunden und der verschiedenen Wissensfragmente, die damals in Babylon begonnen hatte und durch Wesen geschah, die Eingeweihte der Kunst hießen, allmählich nachließ und schließlich vollends aufhörte. Über das Verschwinden eben jener Sitte, dass einige Wesen Eingeweihte der Kunst werden, weiß ich gut Bescheid, weil gerade vor meiner endgültigen Abreise von jenem Planeten ich dies zur Erreichung eines anderen meiner Ziele sehr genau zu erforschen hatte. Um dies klar zu machen, bereitete ich eine sehr gute Tiklunia aus den Wesen des weiblichen Geschlechts dort vor und machte meine Feststellungen durch sie. Tiklunien wurden früher dort Pythien genannt, aber die gegenwärtigen Wesen nennen sie jetzt Medien. Und so stellte ich fest, dass von der sogenannten direkten erblichen Linie in der letzten Zeit nur 4 solcher Eingeweihte der Kunst noch übrig geblieben sind, die die Schlüssel zum Verständnis der alten Kunst noch heute weitergeben und dass diese erbliche Weitergabe dort unter sehr komplizierten und geheimen Bedingungen geschieht. Eines dieser 4 gegenwärtigen eingeweihten Wesen stammt von denen ab, die Rothäute genannt werden und auf dem Kontinent Amerika wohnen, ein anderer von den Wesen, die auf den sogenannten philippinischen Inseln wohnen, der dritte von den Wesen des Kontinents Asien aus dem Lande, das die Quelle des Flusses Pianche genannt wird, und der vierte und letzte von denen, die Eskimo heißen. Höre nun, weshalb ich das Wort fast gebrauchte, als ich sagte, dass am Ende 3er ihrer Jahrhunderte nach der babylonischen Periode fast alle bewussten und automatischen Reproduktionen der Seins Afalkalna und Solchinocha fast gänzlich zu existieren aufhörten. Du musst wissen, dass 2 Zweige der bewussten Handarbeiten der Wesen der babylonischen Epoche zufällig günstige Bedingungen hatten und teils bewusst, teils automatisch seitens derer, die sie weitergaben, von Geschlecht zu Geschlecht übergingen. Einer der 2 besagten Zweige hörte kürzlich zu existieren auf, der andere aber gelangte fast unverändert, sogar bis auf einige Wesen der Gegenwart. Dieser Zweig, der die Wesen der gegenwärtigen Zeit erreicht hat, umfasst, was dort heilige Tänze genannt wird. Und nur dank dieses Zweiges allein, der von der Periode der babylonischen Gelehrten übrig blieb, hat eine sehr kleine Anzahl dreihirniger Wesen dort jetzt die Möglichkeit, durch gewisse bewusste Arbeiten ihrerseits die darin enthaltenen Kunden zu entziffern und zu erkennen, was darin Nützliches für ihr eigenes Sein enthalten ist. Der erwähnte 2. Zweig aber, der vor kurzem zu existieren aufhörte, war jener Wissenszweig der babylonischen Gelehrten, den sie Kombination verschiedener Farbtöne nannten und den die jetzigen Wesen Malerei nennen. Die Weitergabe dieses Zweiges ging fast überall von Geschlecht zu Geschlecht vor sich und verschwand allmählich im Laufe der Zeit auch überall wieder. In noch ganz regelmäßigem Tempo ging sie allein in der letzten Zeit sowohl bewusst als auch automatisch unter den Wesen jener Gemeinschaft vor sich, die Persien heißt. Und erst kurz vor meiner letzten Abreise von deinem Planeten, als sich auch dort in Persien der Einfluss von Wesen eines ähnlichen Berufes aus der gegenwärtigen europäischen Kultur bemerkbar machte und die Wesen jenes Berufes auch in der Gemeinschaft Persien zu klügeln begann, endete auch dort die Weitergabe vollends. Es muss noch bemerkt werden, dass trotz alledem eine nicht geringe Anzahl der übrig gebliebenen Werke aus den babylonischen Zeiten bis auf die Wesen der gegenwärtigen Zivilisation gelangte, und zwar hauptsächlich auf die Wesen, die auf dem Kontinent Europa vorkommen. Aber diese Werke, die auf die Wesen der gegenwärtigen Zivilisation gelangten, sind nicht mehr Originale, sondern meistens halb zerfallene Kopien von den Werken der babylonischen Epoche, gemacht von solchen Vorfahren, die noch nicht völlig sogenannte Plagiatoren geworden waren. Und diese Werke stopfen sie einfach, ohne zu vermuten, dass in ihnen ein Weisheitsschatz steckt, und ohne dementsprechende Maßnahmen zu treffen, in ihre sogenannten Museen, wo diese Werke entweder langsam zerfallen oder durch häufiges Kopieren ruiniert werden, da dieses Kopieren mit verschiedenen zerfressenden und oxidierenden Mischungen geschieht, wie zum Beispiel Alabaster, Leim und so weiter, nur damit die Kopisten vor ihren Freunden groß tun oder ihre Lehrer betrügen können oder zu anderen hasnamussischen Zwecken.
Doch muss um der Gerechtigkeit willen gesagt werden, dass einige Wesen der gegenwärtigen Zivilisation hin und wieder vermutet haben, dass etwas in den Werken verborgen sei, die zufällig auf sie kamen, entweder in den Originalen, die eigens damals in Babylon von den Mitgliedern des Clubs der Anhänger des Legemonismus geschaffen worden waren, oder in Kopien, die während ihrer Weitergabe von Geschlecht zu Geschlecht von verschiedenen gewissenhaften Fachleuten angefertigt worden waren, von solchen Fachleuten nämlich, denen es, wie ich schon gesagt habe, noch nicht vollends eigen war, zu plagiasieren und die sich deshalb nicht damit abgaben, fremde Werke in Einzelheiten nachzumachen, um sie dann als ihre eigenen auszugeben. Und wenn dann einige dieser forschenden Wesen jener europäischen Zivilisation sehr ernstlich dieses Etwas suchen, finden sie sogar ein gewisses, bestimmtes Irgendetwas in den besagten Werken. So brachte es zum Beispiel am Anfang der gegenwärtigen europäischen Zivilisation eines jener Wesen, nämlich ein Mönch mit Namen Ignatius, der früher ein Architekt gewesen war, dahin, dass er die verborgenen Kenntnisse und nützlichen Kunden in den Werken fast aller von der babylonischen Epoche bis auf uns gelangten Zweige dieser schon alten Kunst entziffern konnte. Als aber dieser Mönch Ignatius seine besagte Entdeckung anderen dortigen Wesen seinesgleichen mitteilen wollte, und zwar seinen sogenannten Kollegen, nämlich zwei Mönchen, mit denen er zusammen als Spezialist von seinem Oberhaupt beauftragt war, den Grundstein zum sogenannten Fundament eines später berühmt gewordenen Tempels zu legen, wurde er aus irgendeinem nichtigen Vorwand, der aus den in ihnen kristallisierten Folgen einer der Eigenschaften des Organs Kunderbuffer entsprang und Neid genannt wird, im Schlaf ermordet und sein planetischer Körper in den Wasserraum geworfen, der jene kleine Insel umgab, auf der der erwähnte Tempel errichtet werden sollte. Der besagte Mönch Ignatius war auf dem Festland Europa herangewachsen und zu einem verantwortlichen Wesen entstanden. Als er aber das Alter eines verantwortlichen Wesens erreicht hatte, ging er nach dem Festlande Afrika, um dort Kenntnisse für den Beruf eines Architekten, den er zum Ziel seiner Existenz gemacht hatte, zu sammeln. Später trat er als Mönch in die Bruderschaft ein, die auf jenem Kontinent Afrika unter dem Namen der Wahrheitssucher existierte, und als diese Bruderschaft später nach dem Kontinent Europa auswanderte und sich dort vergrößerte und ihre Brüder Benediktiner genannt wurden, war er schon ein alle Rechte besitzender Bruder dieser besagten Brüderschaft. Der Tempel, von dem ich sprach, existiert dort bis jetzt und heißt, wie es scheint, Mont Saint-Michel. Auch noch einige andere forschende Wesen in Europa bemerkten die gesetzmäßigen Ungenauigkeiten in den Werken verschiedener Kunstzweige, die von alten Zeiten auf sie gekommen waren. Aber sobald sie den Schlüssel zum Verständnis jener Ungenauigkeiten fanden, kam ihre Existenz zu Ende. Auch noch ein anderes Wesen jenes Kontinents Europa bemerkte sie, und da sich sein Interesse steigerte und er anhaltend arbeitete, begann er die Werke fast aller Kunstzweige ganz zu entziffern. Dieses weise irdische Wesen hieß Leonardo da Vinci. Und jetzt am Schluss meiner Erzählung über die irdische moderne Kunst will ich noch eine andere der vielen spezifischen Eigentümlichkeiten eben jener Wesen der gegenwärtigen Zivilisation erwähnen, die mit dieser gepriesenen Kunst beschäftigt sind. Diese besondere Eigentümlichkeit besteht darin, dass, wenn das eine oder andere der erwähnten Wesen, nämlich jener Wesen, die in den verschiedenen Werken, die aus alten Zeiten auf sie gekommen sind, einige sehr gesetzmäßige Widersprüche gewahrten und den gegebenen Zweig in einer ganz neuen Weise hervorzubringen, sich bemühten, um sich die besagten gesetzmäßigen Widersprüche praktisch klar zu machen, dann viele andere Wesen um es herum, die den gleichen Berufszweig haben, sofort seine Nachahmer werden und angeblich dasselbe tun, aber natürlich ohne Ziel und Sinn. Und es ist eben der besagten spezifischen Psyche jener Wesen dort, die Vertreter der gegenwärtigen Kunst sind, zu verdanken, dass einerseits dauernd sogenannte neue Kunstrichtungen unter deinen Lieblingen entstehen und dass andererseits jene, die sich dank der vorhergehenden Generationen, wenn auch nur halbwegs am richtigen Platz befinden, stetig abnehmen. Obgleich dies unter den Vertretern aller gegenwärtigen Kunstzweige vorkommt, sind doch irgendwie die Wesen, die sich mit dem Zweig der Malerei genannt wird, beschäftigen, dem am meisten ausgesetzt.
Und so kommt es, dass zur Jetztzeit unter denen, die zu diesem gegenwärtigen Beruf gehören, sehr viele neue Richtungen gibt, die eben auf diese Weise entstanden sind und nichts miteinander gemein haben. Diese neuen Richtungen in der Malerei der allerletzten Zeit sind unter den folgenden Namen bekannt: Kubismus, Futurismus, Synthetismus, Imaginismus, Impressionismus, Kolorismus, Formalismus, Surrealismus und vielen anderen ähnlichen Richtungen, deren Namen auf Ismus enden. An dieser Stelle von Beelzebubs Erzählungen war es, als ob plötzlich die Hufe aller Passagiere des Zwischenschiffs Karnak von selbst ein phosphorisierendes Etwas ausstrahlten. Das bedeutete, dass das Schiff Karnak sich seinem Bestimmungsplatz näherte, nämlich dem Planeten Revosvradendre. Und so begann unter den Passagieren eine geschäftige Bewegung, nämlich die Vorbereitungen, um das Schiff zu verlassen. Beelzebub, Hassin und Ahun endeten ihre Unterhaltungen und begannen eilig, sich auch bereit zu machen. Das phosphorisierende Leuchten der Hufe kam daher, dass aus dem Maschinenraum in besonderer Proportion konzentrierte heilige Teile des heiligen, allgegenwärtigen Okidanoch nach jenem Teil des Schiffes gerichtet waren.